de Ludigeboy Platz, traduisez un terrain célibataire, une pièce de Regina Rush. En mars, le Soufala Théâtre était sur la scène des 7 arpents pour la 25e saison. Retrouvez l'intégralité de la pièce avec en première partie la petite pièce des Knackes, les comédiens en herbe de la vie. Wer freut sich für was, dass es Note gibt? Wenn wir so sind, Tete, Tete und Stoltere zum Doktor führen für unsere Stimmbänder nur Leute lang. Sowieso, viele Leute im Aperitif sind da an dem Tisch. Nämlich zum Salter, zum Nicke der Chat des Ruischen Erwachsenen. Die Erwachsenen sind das schon, sich so oft zu führen. Ich habe mich schon genau an ihrem Platz. Du hast doch keine Gründe dazu. Ich habe mich für meine Tante Louise. Sei bien drunter und schon bobbelt sie durch. Das ist nichts. Gehe der Onkel Alois. Der liegt schon unter dem Tisch und schläft. Wer ist das, der Onkel Alois? Das ist der Buschelt. Und ihr euch meine Tante Emily noch nicht betrachtet? Die hätte sich auf der Liebe gestirn. Ich glaube, sie hätte 2 Wochen lang nichts gegessen geht. Und uns? Will es eine Moral kritischen? Schön, ich bin ein Spieler an mir durch. Ich bin allein schon mit 15 Leuten. Ein Ärger mir liegt, wie die Art zu der Arbeit macht. Mensch, ist das ein Gacke. Und der Peter Teddy. Was der Art zu der Moment der gefunden hat? Ganz einfach, sie hat schon ein Wüst. Und für zwei Esel können wir sie schon dann und wann ihr Gitter sind hier. Und da, Leute, ich muss mir noch bouquet. Dann ist fast schon kein die Blatt ganz. Ein Peter Tolls wieder. Das ist eure blöde Kühe. Und nur ihre Fox. Merci, Onkel George. Merci, Tante Camille. Und ich muss dort. Und ich muss dort. Und natürlich, ich hab bald nicht mehr keine Herren. Bald haben wir rein und keine Umstadt spielen. Wieso das? Ah, es sind Golli und Bach. Bald schlafen sie. Wenn ich so etwas einmal mitmachen muss. Gell, das ist der Einige. Mensch, und die ganze Freude vom Ermeer. Serge und die ganze Predigerei und dann noch für seine Freude. So gibt's Biere, Hochzeit, eben zu. Da komm ich nicht mal zum Hirten. Mensch, ist das kompliziert. Da müssen wir alle Freude verstehen. Und wenn du dazu dort zitieren, dann so, also blöd kittert. Komm, Alice, wir gehen frische Luft schnappen. Dann der Rotterei geht mir auf den Nerven! Auf den Nerven? Wenn sie dort, dort, so wie der umgekehrt. Ich Wie ist das wieder? 40 Gange? Ah ja, fort. Normal, Lervis, ist blöd, fies, rot, aber in der Not macht es der Dienst. Ja, was spielst du uns denn da vor? Wir fehlen doch verstehen, wie die Hochzeit vor sich geht. So, mir, ich bin der Mehr vom Dorf und du, Guillaume, du bist der Vierrot. Ja, nein, ich bin nicht gekommen für das. Aha, du Guillaume, ihr Rot. Voll für euch noch ein, et für den Moment soll ne wohl mich stehen. Ja, d'Antoine, und ich stehen euch also sehen. Also, ich fange an. Hier und wie zu Mamsel Clara, wie du stehst zu Frau Nanne? Na, so geht das nicht. Du bist zu ihr, sie soll gehen, antworte Karl. Ich meine aber, als mehr von unserem Dorf stellst nichts vor. Ja, doch du nicht recht. Du bist ja der Violett. Und wir wollen vor einem echten Meer hier roten, nicht vor einem Bohnenstock. Bist du einmal schon etwas gefreut vorher? Ah ja, gell, du weißt schon nicht mehr, was du redest. Nun, Sascha, ja, oder bin ich noch nicht mal gut genau. Wart, ich habe eine Idee. Du steckst der das unter dein Hemd. Wie fand ich noch das ganze Leben? Zeit hat für zu den Namen. Da und das sind das unsere Meeradiker. Wie soll ich schaffen? Ein Schöner des Körtüter. Zum Glück hat... Ha, 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 ha.
Platz komme? Schon steht ich noch unter der Rasierapparat komme. Hoppla, kein Schluss ist an, wir sind so weit. Also, es geht los. Hier um Vize, Mamsel Clara, du als Frauenname? Nee! Ah, jetzt war doch, du fährst noch eine Haare, hast gefreut. Ich mein, so geht's nicht. Es tut mir leid, auf den Ticker kann ich nicht fahren, schon sperrt nicht meine Kleider. Es geht nicht um das, aber du mit deiner Schau und ein richtiger Verwirr, sie ist noch nicht böse wie ein Meer. Ach, will ich denk, ich vergelt mich und verliere meine Stimme? Ich mein, dort Verwirr bleibt wie es rot, ein richtiger Schau und kein Kaschnitt. Halt jetzt, ich hab keine Zeit für mehr als nur Kaschnitt zu fahren. Ich hab jetzt wieder. Also, Guillaume, bitte, Mamsel Clara, ici présentable. Présentable? Ich war so fein, ich bin nämlich immer présentable. Noch einmal. Guillaume, bitte, Mamsel Clara, ici présent zu Frauenname. Du weißt, das kommt so plötzlich. Ich hab keine Zeit, geh zum Nachdenken. Bitte, jetzt, ich rote ja oder nee? Also, hopp, ja. Ach schon, ich hab gemerkt, mir schaff es nicht mehr. Und du, Clara? Fittest du den Pfohl zu meinem Namen? Ja! Also, ich erkläre es damit zu meinen Frauen. Hoppla los, Riechmutz, Aperitif und Frosserei. Ist so einfach ist das. Jetzt auch, ich habe verstanden. Jetzt will ich schon sehen, wie ein Ring ist jetzt. Fort, ich komme mit dir. Und ich möchte euch zur Liste dürfen, nicht verfehlen. Aha, du hast noch paar Menschen geschmeckt. Ich stelle ein Schwert de Guillaume in den Mann. Wart noch ein bisschen, fährt ihr rote, hast du noch Zeit? Yeah, die rote, tu mir ein schreckliches in. Was dann, Sherry? Du war mir. Wenn ich gerote bin, nur ist die Mama, jo, eine schwere Mama. Was ist das eigentlich genau, eine schwere Mama? Ich hab das mit Ohr auf die Zähne. Was, du Bobbelsch? Ich hab meinem Cousin seiner schwere Mama zugelegt, wie sie auf dem Kanapé geschlafen hat, mit dem Müll offen und du sind kein Haar drin sind. Eine schwere Mama, desolé, warst du mit einem hundmischischen Charakter? No, ist die Mama auch eine schwere Mama? Ah ja, du Schlammeier, wenn du mich geroten hast! Der ganze Zirkus macht mich mit! Hoppla, kann 5 Minuten und kann ich aufräumen. In der Zeit, ob ich rein, der soll sich als der Mann nicht aufhören. Svelgon, der sich vor der Tele legt, du bist unstreckt und Clara kann schuppen. Das kann ich nicht mehr sparen. Mit ihrem Gepapa sprich ich kein Tele mehr. Du fängst rein, was schon so spielen? Ich bin für die Qualität. Mit mir wird der nicht so gehen. Mit mir nicht. Ich hab just nicht. Nicht will er hier rote, oder? Jetzt fehlt noch ein frisches Glas. Na, ist so Apps. Du, Frau! Oh, früher, Dali! Kommt sie vom Wasser? Ich muss jetzt auf die Mama hurischen und nussert hier rote, für noch mehr hurischen. Nix, du. Ich will mir das auch ziehen, einmal erwerben. Herr Meer, komm einmal daher! Was ist, Mutter? Spiel unsere Vorentscheidung vor! Ich finde es ganz gut spät. Klingt prima. Sie werden es auch Sie verstehen nicht alles auf Elsassi. Ja? Also die kleine Hochzeit ist ein Stiegel gewandt von Daniel Pfeiffer. Wir haben es ein bisschen modifiziert, dann haben wir zwei, drei die Züge gemacht. Er hat uns gesagt, morgen wie er will, die Hauptsache, es können alle Jungen spielen. Also, haben wir gespielt. Antoine. Alice. Linda. Die Guillaume. Clara.
Valentin. Juliette. Der Timothée. Und der Kilian. Sie lehren Elsassisch, sind jetzt drei oder vier Jahre Maximum, eine Stunde in der Woche. Das ist nicht viel, hein? Sie haben sich gut débrouillert. C'est bien, les enfants. On est content, vous pouvez y aller. Sag ich dir, lang macht es der Charles nicht mehr mit. Nein, mir langs, das wird ja immer schöner. Ja, glaubst du mir, macht das eine Freude? Ja, wenn ich das vor 20 Jahren gewusst hätte, was ist mir da aufholz, dann hättest du natürlich eine Dimmere kennen sollen. Eine Dimmere? Meinst du? Also ist doch keiner da gewesen. Der wird aber auch schon lang fort gewesen. Fort wäre er. Ja, aber du kannst da aber ist nichts dafür. Nie hätte ich mir träumen können, dass ich 20 Jahre lang mit zwei Weibern aushalten muss. Eine hat er auch gelangt, aber gleich zwei. In meinem gerägsten Find wünsche ich es so selbst nicht, was ich da alles mitmachen muss. Aha, der Vater ist wieder bei seinem Lieblingsthema. Ja. Bigamie. Naja, Bigamie, genau. Ja, wenn ich mir das zweite Weib hätte können, aussuchen, hätte ich schon gar nichts dagegen gehabt. Aber überhaupt gar nichts. Aber so habe ich es sozusagen als Hochzeitsgeschenk dazu bekommen. Ja, ist sie auch schön eingepackt sind, mit einem Schnipfel drum. Voilà, bist du jetzt still? Du redest mit dem Papa noch mehr auf. Schau doch mal, was für ein rote Bild das er schon hat. Enfin, Daniels ist schon zwar noch nie keine Schönheit gewesen, aber dass er so lange keinen Mann findet, das hätte niemals können wissen. Red mir doch nicht. Sie gibt sich aber auch gar kein Mehl. Schau doch mal, wie sie ausstaffiert ist. Nicht gewaschen, nicht gestrählt. Wer riecht denn so ein Vögelschein schon? Der Großvater hat das gern, dass die nichts fertig bringt. Wer hat denn aber das Testament gemacht? Ja, was geschrieben ist, ist geschrieben. Ihre Schwester müsste Agnes so lang bei sich behalten, bis sie einen Mann findet. Und wenn wir sie vorher nicht werfen, dann müssen wir eine Entschädigung zahlen von 75.000 Euro. Ein Acker, ein Fall und auch noch einen Böllplatz. Ohne so ein Luxus können wir uns nicht leisten. Alles, was recht ist, wir müssen die Tante Agnes, die Schwester dieser Mensch, von unserem Leben vergraben. Weil wir so einen Laden hinter nicht abbringen. Die ist ja schon lange über dem Verfall da drum. Aber irgendetwas muss einmal passieren. Ich muss mit meiner Frau in der kleinen Kammer schlafen und dann macht sie breit in den Großstuhl. Ja, eng ist doch schön. Ist ja dein Alter, mir ist nicht eng genug. Aber die Reste ist, hast du Rest. Es wird immer schöner. Und wissen ihr, was mich am meisten ärgert an dieser ganzen Sache? Wir haben dann der Agnes. Und meine Schwester, Mathilde, lacht sich kaputt. Also, ich denke noch einmal ein Wort. Die hätte Sorge nicht und die ewige Scherie auch nicht. Aber mit dem machen wir jetzt Schluss. Aha, da kommen sie. Da kommen sie. Ja, kommen wir rein. Hallo. Also machen wir es kurz. He? Ich hab wenig Zeit, ich muss morgen mal in meine Wurstküche. Ja, die Zeit musst du aber nehmen können. Heute, nur frisst eben die Säule da länger. Das fühlt euch für einer da, gib ich dir doch noch mit. Nicht, dass du noch eine Verlust machst. Hey du, seid ihr nicht so frech, das lassen wir uns nicht beten. Ja, komm. Wenn wir schon daher kommen, die sind morgen. Nur wenn wir wurschen, sei ihr von uns. Komm, setzen wir uns zuerst einmal an. Aber ein so ein Tischtisch, der bei mir daheim nicht mehr auf den Tisch kommen. Pfui Teufel! Gell, deine Waschmaschine ist kaputt. Warum? Und noch mehr meint nur Kaffeeflecken, die man anlegt. Gescheiter Kaffee gibt auch gescheite Flecken.
Eier macht nur Wasserflaggen. Du, apropos Kaffeeflaggen. Normalerweise um diese Zeit trinken wir einen Kaffee. Ja, normalerweise bei uns auch, aber heute haben wir Besuch. Die Kaffeeflaggen hier, die sind alle von der Agnes. Und wegen dem haben wir erst hierher bestellt. Ja, spinne ich. Ah, das ist doch mir wurscht, egal ob Agnes Kaffeeflaggen macht oder nicht. Ich hab keine Zeit, wo mit dir schieberetreten, das Tisch durch den Tisch diskutieren. Das wird der Ball nicht mehr wurscht sein, ob Daniels Kaffeeflecken macht oder nicht. Wieso? Ah, weil, nee, vom nächsten Monat ab, treten wir Daniels ab zu uns. Was? Zu uns? Ja, ja. Ich glaub, dir geht's nicht. Wir haben sie jetzt 20 Jahre lang genossen. Jetzt sind wir mal dran. Nein, nein, und noch einmal nein. Nix du. Mit dem Kuchen noch gar nicht wieder anfangen. Wir, mit unserem Geschäft, haben überhaupt keine Zeit für Daniels. Boah, jetzt machen nicht so ohne sich. Stellst ihr ab und zu, kein Speer an und nicht so dampfen. Also tust du dich den ganzen Tag nicht mehr um sie kümmern. Ja. Und wenn sie mal anfangen zu stinken, dann steigen sie ab und zu in den Bad mit, aber sonst ist sie gut zu pflegen. Ja, gut zu pflegen, gut zu pflegen. Ja, dann behalten sie doch, wenn sie so gut zu pflegen. Ich bekomme sie und damit Pasta. Und wenn du nicht zufrieden bist, gehen wir auf das Gericht und dann werden wir schon sehen, wer sie kriegt. Ich will sie nicht und bei mir kommt sie nicht rein. Hast du gehört? Ich will sie nicht. Ich bekomme sie, habe ich gesagt. Ich nehme sie nicht, ich küsse sie nicht. Du lüg mal da an, ein bisschen schleuen, sie sind schon Tante Agnes. Jedes Jahr, kurz vor Österreich, das Salvatore. Im Testament ist geschrieben, dass ihre Schwester sich bekümmern muss um sie, bis sie ihren Mann findet. Ja, aber welche Schwester, die steht nicht drinnen. Es kann gerade so gut deine Frau sein. Ich? Auf gar keinen Fall. So etwas hat mir der Vater nicht zugehört. Niemals. Was, du niemals? Aber mir kann man das zugehören. Du fühlst wie du. Hey, wie redest du nicht mehr? Du löderst du Elend. Halt, da, halt, da! Jedes Jahr ist das Elkrofori. Jetzt! Mensch, hier hat doch einmal auf. Das Problem kann man doch anders regeln. Mir ist doch etwas eingefallen. Hola, halt, du, die ist doch Russ. Wenn wir uns verschlauen wollen, verschlauen wir uns halt. Und dann werden wir schon sehen, wer die Agnes bekommt. Und ich Mensch, wir haben doch alle, was ich will. Ich halt, die Simpel, rutschen wir alle den Bubel ab. Was ist denn so gut? Ja. Eigentlich, mit diesen zwei wird es alle ja schlimmer. Hoffentlich verstehen sie, es ist nicht wieder so fest. Ja, ja, aber schleichen alle zwei verdrehen. Besonders deiner. Komm, aber jetzt nicht so dumm. Kommen wir zum Geschäftlichen. Hast du den Bar mitgebracht? Hallo. Schon schmeckt doch der Alte. 6, 7, 50. Stimmt ganz genau. Und jetzt noch zum Rest von der Ausgaben. Ja, nein. Was hast du denn an jetzt wieder alles zusammengekauft? Komm, setz dich an. Also, zwei Bliesle, ein Rock, zwei Schirts, vier Paar Strümpfe, aber Brusthalter. Zwei Unterhosen. Und ein paar Schuhe. Und das macht alles miteinander 364,30 €. Jetzt gibt's mir gerade 225 €, das ist gerade halb. Und dann ist das auch wieder gedreht. Bis nächstes Jahr. Und was ist an Osterabrüsch? Habe ich dir da aufgeschrieben. Aber dieses Jahr möchte ich kein so Vater Schambon mehr wie das letzte Jahr. Ja, ja, aber sonst essen und auch kritisieren. Nun, der Bucke. Du hast 200 €, aber jetzt habe ich nichts mehr. Und überhaupt? Warum brüchst du dir alle Jahr zwei neue Unterhosen? Sie zählt doch immer selber an. Wir können es auch übertreiben mit den Ischien. Ja, Herr, was Sinn muss man sehen?
Also, der Kaffeefleck ist wirklich enorm. Gerade so gross wie Kaffeetasse. Ja, siehst du, Agnes, passt einfach nicht auf. Hein? Aber gefurztrocken ist er genauso trocken wie die Luft dahinter. Ich habe schon einen ganz trockenen Hals. Was? Du hast einen trockenen Hals? Jetzt warte einen Moment. Ich mach grad das Fenster auf. Gell, jetzt geht's schon besser, he? Was glotzen nach deine so blöd? Also, Agnes, du wirst allweil schlimmer. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, siehst du schlimmer aus. Du bist halt auch gerade nicht schöner geworden, hä? Wenn ich erst zwei so anlöte, muss ich das erste Mal einen Schluck bin. Jetzt siehst du selber, es ist schwerer mir das, und was brüst sie? Aber... Es ist wirklich nicht zum Glauben. Jeder normaler Mensch trinkt um die Zeit einen Kaffee, aber doch kein Bier. Siehst du? Wir sind halt Geschwister. Hä? Ja, ihr seid auch nicht normal. Oder trinke ich gerade einen Kaffee? Ich sieg nichts davon, hä? Ach, ich schlafe ja schon ganz Zeit. Und ehrlich gesagt, ich sehe auch nichts davon. Also, jetzt lang, dass er mal endlich einen Rücken gibt. Sag ich dem Isabel, sie soll euch einer kochen. Madeleine, dass du wieder einmal bei uns bist, das freut mich. Gell? Heute ist einmal wieder gezahlt, auch gesehen. Zahlt, ja? Ja, Agnes, wie meinst du das? Mach doch jetzt nicht so. Jedes Jahr um dieselbe Zeit ist dasselbe, Trafari. Wie viel hast denn du bezahlt, dass ich mich wieder behalte? 750 Euro wie immer. Halt bloß die Mühe. Nicht, dass der Hugo noch etwas erfährt. Der bringt es fertig und leitet mich in das Knie. Ein paar kräftige auf den Arsch, der hat dir nicht geschadet. Aber nur keine Angst. Ich verrate doch nichts. Na ja, es geht natürlich Sinn, dass wir einmal etwas ausrutschen dort. Dummerweise sozusagen. Untersteh'n. Halt ja die Mühe. Ah, das kann ich aber nicht ausschließen. Aber bei dir, das hat mir ja bestimmt auch gefallen. Du weißt, wenn ich etwas hätte davon, verstehst du? Dann könnte ich mir das besser merken, dass mir nichts ausrutschen darf. Glaubst du das, du Löder? Du hast 50 Euro. Aber jetzt hast du die Mühe. 50? Da rutscht es aber noch bis, hä? Also gut. Du hast noch einmal 50 Euro. Aber jetzt habe ich nichts mehr. Na ja, für den Anfang ist jetzt kein Rutsch vor mir. Und wenn es wieder rutschig wird, weiss ich schon, wie du wohnst. Untersteht ihr mal. Sag mal, wie holt ihr dir deinen Kaffee? Ich gehe jetzt mal schauen. Vielleicht findest du auch noch ein Stück Kölsch dazu. Ah, ja. Ja, ja, geh nur. Ich komme auch gleich. Ich sehe mich noch anders an. Wenn ich so in die Kiste komme, wo ich mich gesegelt habe. Thank you.
Miserable, he? Das weiß doch ich nicht, da ist sie wohl nicht. Ah, das ist auch die Jogel. Na, wo jetzt trinken die wieder einen Kaffee miteinander? So bringen wir das Geschäftliche hinter uns. Da ist sie schon rot, Agnes kann bei uns bleiben bis zum nächsten Jahr. Was? Da ist sie schon rot? Ja, das macht ja alle Jahre die Ehre. Sprich, alle Jahre mehr Nerven. Da ist sie schon rot, das kannst du gleich wieder mitnehmen. Nein, um die Himmels willen, da bezahle ich lieber. He? Also, 500, 700, 900 und 100 sind dösisch. Ein Teil von der Ausgabe bekomme ich aber auch noch. Ja, was hat sich denn schon wieder alles gebüscht? Ja, das habe ich schon so geschrieben. Ich will dich ja schließlich nicht beschissen, ne? Also, Rock, 3 Shirts, 2 Blusen, ein Salopettel für in den Stall, 4 Unterhosen, 3 Paar Strümpf, und jetzt kommt's, 10 Kisten Zigarren, 24 Kisten Bier, 5 Flaschen Schnaps und 13 Rollen Kabinettpapier. Was? 13 Rollen Kabinettpapier? Ja, sag mal, stehst du hinten dran und mäsch ab? Ja, ich verleide es doch. 4-mal im Tag macht sie eine kleine Kommission mit einem Blättel. Einmal macht sie eine große Kommission mit 4 Blättel. Die sind schon 8 Blättel im Tag. Die sind in der Woche 56 Blättel. Und die sind nur rein abgeschätzte Durchschnittszahlen. Vielleicht nutzt du noch viel mehr. Also, wenn wir das alles zusammenzählen, macht das 428 Euro und 80 Centim. Gibst mir gerade 300 Euro und wir sind Kids. Ich? Im Rechen bist du noch nie geheilt gewesen. Hier da hast du 250 Euro und die Bier ist geschält. He? Denn normalerweise sollst du mir noch Geld geben. Ah, du machst schon Agnes, du lässt schon Agnes das ganze Jahr für dich arbeiten. Schaffen, das ist nicht klar. Ja, hopp. Hier, ich gebe dir das Geld wieder zurück und du hast eine Vendeuse in deiner Metz. Nein, merci. Ja. Und kein Wort in meiner Alt, ja. So streiten wir wieder durch. Ich bin doch nicht verrückt, ich verzichte nicht auf meine schönen Lebensverdienst. So, jetzt wollen wir uns noch ein bisschen anschmieren. Hast du das Blut mitgebracht? Ah ja, habe ich das Blut da. Ich habe die Bohnen schon geschlachtet. Ja, ich sehe es. Acht, das machen wir jetzt ganz richtig. Ah ja, die auch. Ja, ich bin auch nicht so, ja. Nicht, das sind Indianer, Farben, die. Du, die ist eine fette Hütte, he? Das steht nicht drin, gell? Nein, du. Ja. So, ich gehe, ne? Noch ein bisschen auf den Rasen, ja. Voilà. So, so. Ist jetzt bescheid. Alles. Voilà. Du, dieses Jahr haben wir uns wieder verschlafen, du. Ich? Unsere Weiber sind zufrieden. Und wir haben ein Jahr lang unsere Röhe, ne? Was die Blöde wie wir jedes Jahr da nicht haben. Ja, hier ist es. Yes, mein armer Schatz, ein blödes Jahr. Sei nicht Schatz zu mir, ich meine, bin ich doch auch noch der Simpel gewesen. Und rühr mich nicht an. Und die Schmerzen. Du Grabernächter, du bist du wahnsinnig, meinen alten Sohn zu verdäbeln, hä? Du darfst mir halt doch nicht einmal in meine Hüse. Also, mir gefallen sie. Es ist nur ein angenehmes Gefühl für eine Frau, wenn sich die Männer um sie verschlafen. Und darf mir freuen, wer das Jahr gewonnen hat? Ah, wahrscheinlich der Onkel Hugo, so wie die letzten paar Jahre halt auch. Also, noch bleibe ich noch ein Jahr bei euch. Das ist mir gerade recht so. Nur brauchst ich mich nicht umstellen. Mensch, was bist du für ein Versager? Ein grosses Müll und nichts dahinter. Wenn du überall so gut wärst wie mit deinem Müll, hätten wir die Probleme nicht. Aber warte, das nächste Jahr nehme ich dich in die Zange. Dann kannst du es sich leben.
Mensch, Roland, mach nicht so wichtig. So, Birstel, jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dran bin mit dir. Warte nur, wenn du mal wieder ein Bier mit von mir, nur jodlich der Rebs, hein? Das ist aber doch Wort, Isabelle und ich, wir müssen nicht den kleinen Kammer schlafen und du hast die Mord zu groß stehen. Und? Die steht mir auch zu. Ich bin schließlich ein paar Jahre früher da gewesen als du, hein? Du kannst doch einmal ein bisschen um einen Mann herumlaufen, aber so wie du aussiehst und wie du dich aufhörst, da gibt's ja nie nichts. Entweder nehme ich einer so wie ich bin, oder ich bleibe ich. Das ist mir wurscht. Und das nächste Jahr gebe ich dann zu den Mädchen. Ja, ja, ja. Und sagen wir es, Fehler. Nein, merci. Ja. Wir haben die zwei Wochen lang letztes Jahr wieder in Ferien gesehen. Ja. Da ist unser Umsatz um 58% zurückgekommen. Aber sicher nicht nur, weil wir in Ferien sind. So viel Fleisch gibt es bei uns auch wieder nicht. Eva, am Montag Eierküre, am Dienstag Eierküre, am Mittwoch Eierküche Suppe. Mensch, haltet doch jetzt einmal eine blöde Mühle zwei. Und dann hat sich die liebe Tante Agnes mit ihrer ständigen Sicht auf die Meere gestellt und hat verdammt spüttig in die Reise da. Wie? Jetzt sind noch ein paar Tage gar nicht kommen, gell? Sind alle zu der Konkurrenz. Ich bin einfach für alles so blöd. Ein paar gescheite Abendbuden, frisch gereichte Laberwurst, vegan gereichte Mittwurst, Speck frisch aus dem Räusch. Ich hätte mit der Tante Agnes ihre Zigarre das beste Geschäft von ihrem ganzen Leben gemacht. Aber jetzt einmal Spass aber. Wir müssen jetzt endlich eine Lesung finden, dass die Geschichte mit der Tante Agnes einmal anders geregelt wird. Anders geregelt? Ja, mir ist ganz gut geregelt, so wie es jetzt ist. Ja, das glaube ich schon. Aber warte noch das nächste Jahr, wenn ich gewinne. Aber noch fangst du einmal an zu sparen. Denn das, das kostet schon für mich, wenn ich die nehmen muss. Ja, dunter weiter noch einmal. Du wirst einfach über mich bestimmt. Wer ich bin, ist aber mal gefreut, was ich will. Du hast schnuffelt. Also das Gescheiste war Tante Agnes Hiro. Ja, natürlich. Jetzt hat sie 49 Jahre gefunden. Aber jetzt kommt einer so, mir nix, dir nix, und ist ausgerechnet in Danjes verknallt. Das ist nicht so. Danach, meine halte Tante einer Söhne. Ah jo, die Nacht gebe ich nicht mit der Taschenlampe. Und nicht in den Schier. Und nicht da. Und da lebt stimmt einer. So ein verstaubter Kerl will ich nicht. Ich will etwas Frisches. Jetzt knack ich's! Ja, Schnuffel! Das ist schon. Das ist schon doch für Katz. Ich bete den Streit, wo reicht das Frischfleisch doch gereichert? Gereichert hebt länger, hä? Jetzt fangen doch nicht schon wieder an und überleihen lieber, wie wir die Tante einmal organisieren. Der Winterschlussverkauf ist herum. Die bringen wir niemals nicht los. Aber ich hätte auch eine Idee. Wir machen sie im Hugo ins Schaufenster. Da sitzen sie dort mit einem Schild um den Hals. Frisch gereicherte Reststücke, günstiger Preis, das glaubt schon nicht. Reststücke? Ihr spinne ja! Und in dein Schaufenster hug ich schon gar nicht. Reststücke? Schließlich bin ich noch Funkelnabelnäh. Funkelnabelnäh? Das ist nicht lach. Immerhin bist du schon 49. Immerhin bin ich noch ein Jimpferle. Was du von dir schon lange nicht mehr behalten kannst. Ehrlich? Wenn ich dich sah,
du in deinem Alter, das ist doch eine Seltenheit. Dich so, dass wir unter Denkmalschutz stellen, unsere Schädel-Roheril. Dass wir das kennen, ist ja speziell, schon bist du überhaupt kein Rahn. Von mir aus bist du kein Rahn, das ist mir ganz egal. Und jetzt trinke ich einen Stäpsel. Ich glaube, am besten hätten wir auch noch süß gerne in der Zeitung. Isabel, hol mal jetzt den Schreiber. Ja, wir schreiben so spannend zum Heiraten, aber jeder Todel nehme ich nicht. He? Du hast Schnuppen? Wir müssen das schon ein bisschen anders formulieren. Vielleicht das so. Gut situierte Dame. Häuslich und unverbrüscht, sucht alleinstehender Mann, für mit Ehre ein gemeinsamer Lebensover verbringen. Putzen muss er, kochen muss er, Geschirr machen muss er, waschen und bäden muss er. Sonst brauchst du gleich gar nicht zu kommen. He? Mensch! Du meldest dich doch keiner so etwas, hab ich auch nicht gefunden. Hey, was meine ihr, wenn wir dir schreiben, dass ihr Böllplatz seid? Bin ich zuerst gerade einer Böllplatz? Du, das ist eine super Idee. Das hab ich jetzt auch gerade vorgeschlagen. Mensch, das ist einfach genial. Ein Glück, dass mir jetzt das Einkommen ist. Also schreibe mal, Michael. Rassische häusliche Dame im mittleren Alter, gut situiert, Böllplatz vorhanden, 857 Quadratmeter, der Wert 95.000 Euro, geeignet für ein Doppelthaus, sehr Bekanntschaft, mit einem netten Herr bis zu 50 Jahre. Was? Ein so ein alter Knopf drin ist? Ja, bist du jetzt mal still? Oh, also, sehr der netten Herr bis zu 50 Jahre. Wenn ich mit der Hochzeit. Prima ist das, die geht fort wie warme Wickler. Also, ich hätte auch einen anderen Vorschlag. Du halt, Schnuffel! Mensch, lass sie doch einmal sagen, sie sollte ja heiraten! Eben! Also, ich hätte es lieber so. Weg! Schreibe! Junge Frau, knapp über 40, Jungfer, trinkfest und noch guten Schuss. Männliche Aide-Ménagère. bis zu 40 Jahre. Wünscht spätere Hochzeit auf vor einem Böllplatz. Nichts da, so wie es meine Alte gesagt hat, so was geschrieben. Und wo wird das überall hingesetzt? Da komm ich schon. In der nächsten Nachricht, im Ecotalsas und im Supermarker. Ich stets noch in der Republik an Lorenz sitzen. Nicht die Lothringer, die sind ja immer so seltene Raritäten bei uns da im Ecotalsas. Also, das hat er mir jetzt geschafft. Voilà, du. Du fährst jetzt mit dem Isabel auf die Marie und dann in die Stadt und gibst dir auch noch so. Hä? Und dann sind wir wieder schon was vom Golf. Du sehst mir gar nichts. Ich heirate nur einer, wie mir gefällt. Und wenn ihr euch alle auf den Kopf stellen, dann ohne mich geht nichts. Ja, nun, der Pickel noch einmal. Einer muss da hoffentlich dabei sein. Hopp, Mathilde. Aber jetzt nichts wie heim. Wir haben jetzt genug Zeit vertotelt mit deiner Verwandtschaft da. Aber ich bin froh, dass das jetzt wohl geregelt wird. Die Sache kommt man nämlich schon langsam zu dir. Oh, komm, ich gebe dir noch schnell Geld mit. Und du? Du rübst jetzt einmal den Tisch ab, he? Es geht, wie sollst du den Tisch abrüben?
Und noch Haare wird da hinten einmal anständig aufgesucht. Dann, wenn wir schon einen Mann suchen für dich, nicht? Kannst du für die Max einmal etwas nicht schaffen? Caroline, hast du etwas gesagt? Du hast dich dein Leben so heftig bewegt. Du weißt ganz genau, was du zu machen hast. Und Agnese, freust du dich jetzt nicht, dass du endlich mal unter die Tür kommst? Ich bin doch gehört. Ich komme schon 49 Jahre zurecht mit meinem Kopf durch. Aber Charles, du hast anders. Irgendwann. Was hat denn dir der Hugo bezahlt, dass du mich noch ein Jahr holst? Der Hugo? Der Hugo bezahlt mir gar nichts. Ich bin froh, dass ich dich hab. 250 Euro und ich hab nichts gehört. 250 Euro? Dann bleiben wir nur noch 750. Eins sag ich dir. Wenn das deine Caroline das erfährt, dann bleiben dir noch viel weniger. Hör damit! Du Löder, du Elendste. Mit dir hat man nur Ärger. Aber nur ein Wort. Dann nehme ich dich in was Knie, da kannst du Gift drauf nehmen. Du kannst dich drauf verloren. Gar kein schlechter Tag. 350 Euro. Haha, wunderbar. Was ist? Gehen wir jetzt fruchtig zwei? Ja. Isabel, ja. Willst du mir ganz beliebt meinen Lottoschein abgeben? Und bring mir auch zwei Lade Zigarren mit. Ja, mach ich. Ich war sowieso um die Wackelade durch. Mensch, geh jetzt mit dem, sonst schwind sie noch viel. Die ist ja Brüme aus Lügen. Jo, jo. Na ja, das räume ich hab also ab. Aber, noch härter, leih ich mich aufs Ohr. Ja, nur hin. Guten Tag, junge Madame. Darf ich mich vorstellen? König Louis König, oder wie ich gern sage, der Kenny Louis. Ich bin der Nähhüsselspfarrer. Was? Ein Pfarrer sind Sie? Sie sind aber gar nicht ein Nähhüsser. Ich bin sozusagen Inkognito, verstehen Sie? Ah, das freut mich aber, dass ich Sie schon kennenlerne. Aber ich habe gedacht, Sie kommen erst im Sommer. Ah, komisch auch. Ich suche mal ein Zimmer für die Ferienvertretung. Und da hat man mich zu Ihnen geschickt. Ihre Vater nehme ich an, ich nehme in den Jahren den Präsidenten vom Conseil de Fabrique. Ja, das stimmt schon, aber ausgerechnet an uns haben sie es geschickt. Wir haben nur selber keinen Platz. Der Neueste wäre junger sonst Sinn. Nein, von wem haben Sie gesagt, bricht Sie das Zimmer? Vom 1. Juli ab. Danach kann ich euch doch helfen. Wir sind gerade nämlich dabei, Tante Agnes um einen Mann zu bringen. Ich meine, Tante hat im Sinn für bald zu heiraten. Im Juli sollte es erledigt sein. Danach nehmen der Roland und ich das Zimmer von der Tante Agnes und unser wird danach frei. Ah ja, das wäre ja wunderbar. Und Essen könnten Sie auch bei uns gegenbezahlen. Das ist doch selbstverständlich, liebe Madame. Und bis wann bekomme ich dann eine definitive Antwort? Also, eigentlich müsste ich das zuerst mit meiner Schwiegermama sprechen. Die hat nämlich bei uns draussen an. Ich meine, die müsste halt auch gefreut werden.
Aber die ist jetzt gar gerade nicht da. Mhm. Könnten Sie wieder in einer halben Stunde durchkommen, wenn es belebt? Ah ja, mit Freude. Also, so gehen die Zähne. Mhm. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Oh je, da habe ich wieder etwas angestellt. Da wird sicher der Schwerpappen freien abfahren müssen. Danach kann er ja nicht mehr flöschen, wie er will. Aha, wenn man vom Teufel redet, so kommt er. Und? Hat sich schon einer gemeldet für mich? Ich habe noch nichts gehört. So schnell geht's auch nicht. Es ist ja kümmert in der Zeitung gestanden. Von mir aus brüst dich doch gar keiner melden. Isabel, sei doch ehrlich. Was soll ich denn mit einem so einen Kerl anfangen? Der raucht meine Zigarre. Süfft mein Bier. Hockt den ganzen Tag hier auf dem Kanapee rum. Und nachts schnarcht der mich die Ohren voll. Das kann ich alles allein, da brauchst ich doch kein Mann. Ich versäume mir das ganze Leben. Wenn du so instellt bist, so findest du keiner. He? Das ist mir wurscht. He? Mensch, das wird der erste sein. Komm, setz dir mal anständig an und mach ein freundliches Gesicht. So. Sonst geht er wieder hinter uns. Geht's? Ja, Marien. Ja, sag mal, die blöde Kuh. Für den Wald klopft man dann an seiner eigenen Hüstung an. Ihr spinnt ja, ihr zwei. Jetzt ist alles umsonst gewesen. Was ist umsonst? Ah ja, ich verräng mir ja bald das Kreuz. Und das Maul macht mir so weh, von Leuten grinsen. Und dann kommen ihr zwei rein. Ah ja, so hast du jetzt einmal ein bisschen trainiert. Du musst halt mal mithelfen. Sonst bist du dein ganzes Leben lang allein. Allein? Allein? Ich bin ja gar nicht allein. Ich hab ja ich. Und die Geschichte mit dem Hiro, die ist sowieso nicht auf meinen Mist gewachsen. Mir passt alles ganz gut so. Nix du! Jetzt haben wir die Anos aufgegeben und jetzt wird gerade gezahlt worden, Kiro. Oder meinst du, vielleicht noch mal verfinden, 70 Euro gerade so zum Fenster nüsst? Hallo? Du bist Agnes Krummholz. Ah ja, ich heiße jetzt eben einmal so. Ja. Die Annons haben mir aufgegeben. Ah, von Schlitzstock rufen wir an. Ah, ja. Ihr werdet eher das Klickensüffel Wirsche probieren. Ah, ja. Aha. Ja, werdet ihr jetzt hier oder böje? Ja. Ich hab mir gedacht, zuerst böje. Ein Doppelhüss? Halt jetzt einmal die Mühe, jetzt red ich. Wie sind denn uns bei dir mit dem Männern? Kannst du den Kores Geschirr machen, welche Bälle? Ei. Das höre ich gar nicht gern. Was? Wie alt bist du? 51. Was soll ich denn mit dem so einer alten Knurre anfangen? Nein, du brauchst gleich gar nicht zu kommen. So einen alten Knurre wie du finde ich immer noch. He? Eine Knurre. Eine Knurre. Sieh ja, was bildet denn der sich in? Du bist kühn, der Kellerhäuser, klappt er mich zusammen. Und dann stehe ich da mit meinem Räubel. Nee. So macht Agnes nicht mit. Bin ich nur froh, dass ich gleich an den Telefon gegangen bin. He? Mensch, Agnes, du hättest doch noch mal wenigstens einmal anlösen können. Oh,
Er hat aber drauf vom Telefon nicht durch uns gerührt. Welle ist vor? Das hat der erste angerufen. Was macht sie? Sie nimmt ihn ab. Ja, spinnst du? Das ist für die Chance von deinem Leben gesehen. Aha, wenn nicht mehr passiert, wer ist wahrscheinlich hoch geblieben. Aber das ist mir wurscht, wenn's nächstes Jahr gehst dann zu der Mathilde. Jetzt fang nicht schon wieder an, es braucht ein Kiroder, wo du damit passt. Ah! Hallo? Ja. Ja, hallo, da ist der Schabel. Ja, ganz genau. Ja, weil die hier uns annoncen, ja. Aber, nur Freude übertrifft aber unsere Erwartungen. Ja. Wenn er mal durchkommen. Ja, warte gerade, ich will mal auf den Tag Terminskalender, ob noch etwas frei ist. Ja, so um 14 Uhr könnt ihr noch den Artikel anlösen. Und dann haben wir ihn wieder aufgemeldet. Weißt du, wie es auch bis dann haben wir ihn wieder härter ist, nicht mehr? Wir haben nämlich frisch tapeziert und bis dann haben wir wieder alle Möbel am Platz. Wo wir wohnen? Unter den Platanen Nummer 99. Also, ja, bis nachher. Au revoir. Herr, wo spinnst du? Was bin da jetzt schon wieder tapeziert? Agnes, wenn wir tapezieren, wie sie mit uns zwei müssen zu etwas gleichen. Wie, wenn ich nichts gleichen tät? Du hast gleich eine Sitze, hä? Steck das auf, hä? Ich warne nicht. Wenn ich einer an, was? Ich da drin! Alle Agnes, wir wollen ja noch das Beste für dich. Ja. Also, das Wichtigste ist, dass dein Gesicht und deine Fäse mal richtig gewaschen werden. Ja. Und anständig gestrählt musst du auch. Ja. Ich hole mal Wasser. Und jetzt frisst du mal und zeig, frisch mal rein. Wasser? Kein Wasser! Kein Wasser! Kein Wasser! Kein Wasser! Schnaps gewinnt, jetzt bin ich mal was. Also, ich glaub, du hast schon vom Hals verloren. Das ist doch vom Nemo. Nichts mehr in ihrem Schatten. So, und jetzt sehen wir mal die Schuhe und die Schrinkfüße. Jetzt war ja mal die Füße gewaschen. Einer, du wäschst mir sie doch. Wir sind sie proper genug. Ja, nun, zapp, und geh jetzt aber raus. Nee! Das will doch nicht! Ja. Alle Nüs, in 10 Minuten sind wir wieder da und weh dir, wenn du die Füße nicht gewaschen sind. Wow, das ist ja nass wie Äpfel. Du willst mir einen so einen Kerl den Tod holen. Stimmt nicht, hä? Ich habe eine Idee.
angenehmes Gefühl mit frisch gewaschenen Füßen. So, ich bin fertig. Jesus, na, es ist der Wahnsinn. Und so dunkel, jetzt ist aber höchste Zeit. Schau mal, ich hab da meine Alphabet mitgebracht. Steht so mit dem Ding, das will ich nicht, he? Die kommt da drauf. Nee, ich will doch den Moment. So, das macht jetzt gelacht, wenn wir das nicht ohne das bringen. So, jetzt kann man dich schon in der Anlüge, ja? Ja. So. Und du hab ich da frische Wäsche mitgebracht. Das nimmst du jetzt und gehst in dein Zimmer und ziehst sie an. Geh auf den Weg! Ja, ja, so, jetzt muss ich etwas Frisches. Ein gutes Bier im Gritz. Komm spät, Roland. So, meinte, ich gehe jetzt ein. Punkt 2, dann ist wieder du. Also, bist du, hä? Und du? Pass mal auf, dass die anderen in die Richtung Beizen abhalten. Hier? Und wenn einer kommt, aber noch hilft nicht, aber so macht er. Ajo, jetzt darf ich wieder da rumhocken, wie wenn ich nichts besser zu tun hätte. Ja, Nummerin? Gute da, ich bin's noch einmal. Und, gibt's etwas Neues? Ach, sie hab ich jetzt total vergessen vor lauter Tante Agnes. Komm. Es ist nicht so schlimm, ich will nur später noch einmal durchkommen. Nein, das brichen sie nicht. Ah. Ich will gerade Leo und meine Schwiegermama finden. Danach gehen, dass sie das gleich mit ihr sprechen. Gerade einen Moment, wenn es belebt. Ah. Ich setze mal. Ja, das ist schon mal ein liebes Kind. Das war zu schön. Und das im Juli, das kloppen mit dem Zimmer. Und ein schönes Süß. Aha! Du bist schon einer, der mit mir hier wohnen will. Oh, Goethe da! Darf ich mich vorstellen? König Louis König? Oder wie ich gern sage, der Kenny Louis. Ich bin Kenny Louis? Enchanté! Napoléon Bonaparte! Das ist ein guter Witz. Ich sehe, dass Sie Humor haben. Ja, Humor habe ich schon. Aber der Rest fehlt mir halt noch. Kommen wir sitzen an den Tisch. Also, ihr Söhne auch noch? Ja, ich bin auch noch auf der Suche. Ja, ich habe auch noch nichts gefunden. Wissen Sie, hier zu das ist es nämlich so einfach. Ja, früher ist das auch nicht einfach gewesen, ne? Früher habe ich das nicht so schwer aufgenommen. Gell, ich habe schon eine gelitzt. Eine? Mehr als eine? Ich bin schon ein paar Mal versetzt worden. Oh je, yeah, das kenne ich. Aber ich glaube, es ist Zeit für etwas Solides, etwas Standhaftes. Aha, der ist auch auf den Böenplatz. Etwas Solides, möchten wir? Wie sieht es denn aus bei euch mit dem Putzen, Kochen, das Geschirr machen, welche Beine? Nebenbei bin ich der perfekte Hausmann. Oh, das ist schon einmal nicht schlecht. Also, ich habe diesmal auch noch nichts gefunden. Nein, wo ich ankomme, ist schon alles besetzt. Besetzt? Wem sagen denn ich das? Oder es gefällt mir,
Aber das ist schrecklich dir. Dir? Der Simpel, der hat sich gar noch etwas bezahlen. An was habe denn ich eigentlich gedacht mit dem Bezahlen? Und 100 bis 150 Euro im Monat. Mensch, das langt ja wie mein ganzer Bier. Gut, wir sagen 175 Euro und wir kommen ins Geschäft. Ja, gut. Aber danach hätte ich die Sache gerne mal anlösen. Anlösen? Die Sache? Hätte ich mir doch nur mit Fies gewaschen. Und der Rest auch. Ja, Dunderwetter noch einmal! Ich geh aber gleich kräftig dran, hä? Oh, ich köpfe schon nicht gerne Katze im Sack. Na ja, gut. Dann schauen wir halt einmal die Sache an. Komm. Wissen Sie, ich bin aber ein bisschen geniert. Geniert? Mhm. Das meinen Sie doch nicht. Ich habe schon andere Sachen gesehen. Ah, na gut, komm mit. Oh, aber nein. Was machen Sie denn da? Nein, wo bin ich da durchgelandet? Wo bin ich da durchgelandet? So jetzt habe ich im ganzen Leben noch nichts gesagt. So sind halt Männer eine große Gusch und nichts hinter dran. So, das ist immer dasselbe. Ja, Samuel, wo ist denn der Herr Pfarrer? Was? Es ist ein Pfarrer bei uns gesehen? Ah ja, der hat doch ein Zimmer gesehen vom Juli ab. Was? Ein Zimmer in der gesehen? Gott sei Dank habe ich den nicht angetroffen. Das ist doch ein komischer Kerl. Kommt er nicht einmal nicht 5 Minuten warten? Ja was, wenn er das Zimmer will, dann kommt er wieder. Komm jetzt, halt, tu mir einmal ein bisschen bei den Knöpfeln machen. Vielleicht können wir hier oben noch Verlobung feiern. Ich hab gedacht, ich sehe nicht recht. Habe ich tatsächlich eingetan, Agnes in Zeitung? Ich hoffe, warum? Also, wenn er mich freut, das ist das Geldfenster ausgeworfen. Da meldet sich doch keiner. Oh, weil der Agnes ist nicht. Aber der Böllplatz. Wo schämt der Böllplatz der Zeit an? Wärst du nicht interessiert, dann wisst ihr, sonst ist das also in die Hände kommt. Der Böllplatz, der tät mich schon reizen. Aber der Agnes, ich reiz mich halt gar nicht. Also nehmen Sie doch, das soll Ihnen schaden nicht sein. Wenn ich Kiroden sind, dann kaufe ich den Böllplatz wieder ab. Da spinnst denn du? Dann habe ich den Böllplatz los und hock mit dem alten Traum bis am Ende von meinem Leben. Ja. So lange dauert es nicht mit der Meria, wie man mit der hat. So lange dauert es nicht? Ja, wie meinst denn du das? Ja, ich hab's wollen sagen, nicht? Du brüchst dich nicht lang umerieren mit ihr, verstehst du? Nein, das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst dich schon noch eine gewisse Zeit wieder scheiden lassen. Ja, du stellst dir das so einfach vor. Aber so einfach ist das gar nicht. Bis es so wie bloß ist. Nein, das habe ich schon zweimal mitgemacht. Ja. Nicht schon wieder. Ja, zweimal, das ist doch nichts. Alle guten Dinge gehen zu dritt. Also noch einmal, du glaubst schon. Und als Entschädigung hättest du dann das Geld für den Böllplatz. Das klingt gar nicht so schlecht. Aber am Ende vom Lied bin ich doch da und bin der Dumme. Tja, jetzt wollen wir mal einen Vertrag aus, als der abgesichert bist. Da sitzt dich ja. Nicht, im Testament steht ja nur geschrieben, dass man dann jetzt behalten will, bis er einen Mann findet. Ja. Wenn es aber einer findet
und dann wieder verliert. Hat es halt Pech gegeben, aber noch müssen wir sie nicht mehr nehmen, verstehst du? Ja, aber da tut sie mir aber leid. Ah, noch Polze durch! Da tut es mir aber leid, tun. Ich verleide das ein bisschen. Ist gut, nicht so schnell. Ja, hallo, ja, da ist der Schabel. Beide hier ruht seine Hose. Ah nein, die Frau, die ist noch nicht verkauft. Vergehen, die ist noch nicht vergehen. Ja, ja. Wie groß das ist? Da ist jetzt so 1,54 Meter bis 1,55 Meter auf den Zentimeter, kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine den Böllplatz. Ja, den Böllplatz kann ich schon besser sagen. Der Böllplatz ist 30 Meter lang, für 28,56 Meter breit, im Ganzen sind es 857 Quadratmeter. Nein, nicht am Hobbraum, nein, der Boden ist glatt und eben. Eben da durchgekommen, ja. Am 11, ja. Also wir wohnen unter der Platane. Nummer 99, bis Notwerte. Oh, warte, hast du jetzt gehört, das ist noch mal einer gewesen. Du darfst doch die Sache nicht lange immer leihen, sonst ist das ganze Geschäft am beim Teufel. Hey, ich gehe jetzt heim und lass mir das gemütlich durch den Kopf gehen. Es geht ja schließlich um meine Zukunft. Ich war leider das nicht so lang, du hast jetzt gehört, aber man kann eine riesige Nachfrage. Ja. Und, Anni, salut Charles. Salut Marcel. Es wäre nicht schlecht, wenn ich die Tante Agnes im Marcel nicht mehr holze, nicht? So ein Dummer finde ich nicht nur einmal. Und, wie seht's aus, hat sie schon einfach gemalt? Um Hilfe kommt der Erste. Und, wie seht ihr raus? Und Mama, wie soll denn der Papa das wissen? Meinst du, er hat zum Telefonieren rausgehen lassen? Ja, aber ich bin doch so aufgeregt. Ja, schließlich für ihn, oder? Wenn nicht jeder da ihr Bäumplatz. Ich gehe aber jetzt auf hoch, den Martin Scheitzahler. Nein, geht um. Jetzt hör doch einmal auf. Ich gunste Tante Agnes, dass sie einen flotten Mann findet. Und ich will sie nur mal abhauen. Sag einmal, wie geht's da Tür auf einmal? Ganz Zeit meckerst du. Das Luft immer ist zu klein, überall stinkt es noch raus. Und jetzt auf einmal tut die Tante leid. Und wenn ich verstehe, ist es nicht. Ich kenne sie doch nicht im ersten Besten überbeben. Halber Elf, viel zu früh. Nur immer noch, das ist noch gar nicht gerichtet. Nur immer noch, dann jetzt, wenn es gerichtet ist. Ja, bonjour. Guten Morgen, meine Herren. Bonjour. Ich habe mich schon per Telefon angemeldet. Tja, ja. Hier steht Maurice Birestelle, ich bin der Name. Ja, und ich bin der Charles, nicht? Der Mann von der Schwester von der Tante Agnes, die, wie wir morgen hier rote, verstehen. Also Proprietär vom Böllplatz. Und ich will also mit unserer Tante hier rote. Ja, halt, nur mal langsam. Ich habe die Dame das erste Mal anlösen. Und dann die Dame ist schon der Böllplatz nicht fertig. Oder lässt sich da etwas machen? Nein, da lässt sich nichts machen. Entweder schon die zwei oder gar nichts. Und schon verschließt sich der Böllplatz los und hocke immer noch da mit der Tante Agnes. Ja, ist sie denn so schlimm? Ich meine, wie alt ist denn die Dame? Oh, alt, ist das ein schreckliches Wort. Die Tante ist in der beste Junge. Sie ist, wie soll ich jetzt sagen, eine ganz äußergewöhnliche Frau, ja. Ja, das ist schon äußergewöhnlich, das kann man schon so sagen, ja. Das ist schon wunderbar. Ich habe gern so extravagante Frauen. Der Schick und der Charme, wo von den Frauen ausgehen. Ihre Ansprüche ist nicht in der Mann gewachsen. Das ist eine Herausforderung für jedermann. Ja, das ist unsere Tante Agnes. Eine Herausforderung für jedermann. Das ist es sicher, ja. Wann kann ich die Agnes denn kennenlernen? Am besten wäre, das Ding ist hinter mir springen. Ich sage es, die Dame, die haut dich um. Sie kommt Charme. Agnes, dann kennst du rauskommen, dein Apfelputze ist da. Bier steht, muss ja schauen. Bier steht. Ah ja, Bier steht. Oh, Mamsel Agnes. Ich bin so glücklich, dass ich sie kennenlerne. Oh, und
und die liebe Grand-Mère ist auch dabei. Liebe Grand-Mère, du hast mich gedreht am Schienbein. Wobei, liebe Grand-Mère, dann kannst du dich wieder heimschicken. Dann nehme ich nicht der Simpel. Ja, jetzt doch, doch. Herr Bierenschill, wie soll ich das sagen? Da ist ein kleines Missverständnis. Ne? Also die liebe Grand-Mère hier, ne? Das ist sozusagen ihre Fiancée. Um Himmels Willen, das ist ja noch viel schlimmer, als ich gemeint habe. Jetzt wacht das doch erst einmal. Trinken einen Schnaps, du nur los, ist alles viel leichter vertrauen. Weisst du, mit dir kann man auch nicht so viel Sprich machen, hä? Sind die echt oder ist die Fahrweg auf? Nein, nein, bei mir ist alles echt. Nur mal langsam, das löse ich mir selber. Und nun, der Mann, hä? Samuel, wie sieht's denn aus bei dir mit dem Menage? Putzen, kochen, Geschirr machen, wäsche Beine. Gut, gut, das mach ich alles selber. Ah, und sonst Alkohol, Zigaretten und so weiter? Ich räusch nicht. Und Alkohol trinke ich nur, wenn ich aufgeregt bin. Aha, man hat das gehört. Ich rede auf. So, Birstel, steh mal auf, dass ich dich besser untersuchen kann. Untersuchen? Was ist das? Wenn du einer etwas untersuchen, so bin ich die Dame. Dame? Wer jetzt nicht noch frech, hä? Mensch, kratzt dich doch nicht ständig, der Herr Bierenstiel, ich denke mir an Lies. Also, ich glaube, das ist nicht für mich. Ich Bierenstiel, mach an nichts, wo ich später bereue. Ich meine, nur so ein Platz da, ich sitze das. Gold wäre, schon seit das der Euro da ist. Was? Es ist nur einer da? Euro? Ah, das ist wahrscheinlich ein Italiener. Na, Bildung sind Sie auch hin. Was? Ich hab keine Bildung. Bin ich nicht schön gebildet? Hast du schon einmal so breit sein? Jesus! So hilft habe ich noch nie gesehen. Hallo? Wo kommen wir doch noch miteinander ins Geschäft? Naja, wenn mir an den Böden bloß denkt, so müsste mich halt eben ein paar Schwächen ein Öltyp rum. Also, ist das eine Säuerin, die Schissbarik? Die bist ja wie der Teufel. Du macht man ja noch verrückt. Also, wirklich nicht. Das ist wirklich nicht mein Job. Ich bin nicht im Hafen, doch ein Kind. Bravo, der ist fort. So schlimm ist er ja gar nicht gesehen. Der ist nur auf meiner Böblatschaft gesehen und nicht auf mich. Eigentlich hast du recht. Das ist nicht verdient. Isabel, ja. Du bist einzigst in dem Haus, wo mich ein bisschen versteht und ein bisschen Mitleid hat mit mir. Die anderen denken alle nur an ihr Vorteil. Wer weiß, Tante Agnes, vielleicht kommt noch einer, wo in dir kommt. Meinst du den Euro? Oh, Tante, ich mach uns einen Kaffee, kommst du noch? Ja, ja. Oh je. Wenn ich nur mehr wisst, wie ich aus dem Schlamassel herauskomme. Also nein. Ich und hier oder? Hey, Agnes, bist du allein? Wie meinst du das? Ah ja, ob du allein bist? Also, besoffen bin ich nicht, wenn du das meinst, hä? Nein, ob nicht sonst niemand da ist. Ah, oh, wenn du so meinst, ja, nur bin ich allein. Also, da komm ich rein. Ja, wie du meinst. Was will denn der jetzt? Nein. So, jetzt bin ich da. So, und jetzt bin ich nie mehr allein. Nein, ich bin ja jetzt da. Ja, und warum bist du da? Oh ja, also, ich bin nur mit dem Charles schon einmal da hingegangen.
Und dann habe ich mit ihm erzählt. Und dann hat er gemeint, also wie gesagt, der Charles hat gemeint, ich soll mit dir heiraten. Du? Mit mir? Ja. Hat er gemeint, der Charles? Ja. Und was hast denn du gemeint? Ich? Nix. Ich hab mir das erst überlegt, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Das verstehst du doch ganz sicher. Aber was Martina Schwöger vorgeschlagen hat, das ist einfach nicht in Ordnung. Wieso? Was hat er dir der Charles vorgeschlagen? Ja, spinnst du? Das hätte ich im Charles nie zügen können. Du, der sollte mal eine Lehre bekommen, wo er so schnell nicht mehr vergisst. Mit dem sollte mal einer umgehen. Es ist so rücksichtslos, wie er es auch mit der anderen macht. Du, der ist dir sogar noch helfen, denn so etwas mag man nicht. Du, vielleicht kommt uns nur jetzt hin, denn so blöd wie wir zwei drin sind, sehen wir ja gar nicht, gell? Oh je, auf was hab ich mich denn da hingelohnt? Ich geh jetzt ein Bier trinken, denn dort hab ich als Bett meine beste Idee. Siehst, bei mir ist halt genau so. Also vielmals merci, dass du mir das erzählt hast. Jetzt weiß ich wenigstens, wie ich dran bin. He? Salut Marcel. Salut Agnes. Na ja, eine saubere Verwandtschaft habe ich du. Aber Charles Bartnum, das bezahlst du mir einmal zurück. Mit Zinsen und Zinsen. Also so ein Rindsvieh, so ein Schafkopf, so ein blöder Hammel. Nach ein paar Minuten hat man ihn so weit gehabt und noch zehn die blöde Kühlbache vom Kopf weg. Das hättest du so das an, kriserlich und obischer gesehen. Glauben wir's, da wird nie nichts wissen. Ich hätte eine Idee. Wir sperren Agnes in und dann sagen wir, Isabelle ist Agnes, nicht? Da bist du ja jeder Ort. Und bis er dann gemerkt hat, dass man ihn versiegelt hat, hat er den Eheverpflichtung unterschrieben. Und uns kann er ja nichts beweisen, wir sind ja schließlich zu dritt. Mensch, aber das ist gar nicht dumm. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so intelligent bist. Aber die Sache trotzdem auch. Du machst doch Isabelle nicht mit, dem tut ja Tante doch schon wieder leid. Ja, du hast ja wieder recht. Und unsere zwei Weiber können wir auch nicht nehmen, nicht? Da rennt ja gerade jeder Fuchs. Da hätten wir uns gerade so gut da sitzen. Mensch, das ist die Idee. Einer von uns muss Agnes machen. Ja, bist du wahnsinnig? Ich sitze mich alle weiter an mit einer Barik und mit Sutja Lolo. Und lass mich am Ende noch von so blöden Hammel abschlägen. Nein, nein, nicht. Ja. Jetzt machen doch mit, das bringen wir schon an. Wir schauen mal, was Caroline im Kasten hat. Aber wenn wir den Fehler machen, so müssen wir die Weiber in Sicherheit bringen. Nicht, dass sie uns alles verpfuschen. Genau, dann machen wir doch so einen Bienenkeller. Hopp, treffen wir an. Das machen wir. Du, hoffentlich lachst du es mal besser. Wenn sie sich dann wieder so säuglich anstellt, dann kannst du verrückt werden. Aber diesmal bleiben wir dabei, denn die Männer ist ja doch geben los. Hey, was ist denn das gesehen? Ich mein grad, du hast einer gebrillt. Hey, weißt du was? Geh doch, du grad blöd. Ich? Ja. Das ist doch dein Hüss. Na ja. Geh mir halt blöd. Hey, aber oh, weißt du was? Man hört ja gar nichts mehr jetzt. Du hast schon wieder einer gebrillt. Caroline, hast du gebrillt? Mensch, Caroline, gib mir die Antwort. Caroline! Oje, wenn das nur gut geht. Vier Weiber im Weinkeller. Und wenn da der erste rauskommt, ja, ich darf gar nicht dran denken. Du weißt schon, wie es heißt.
La fin justifie les moyens. On va venir, meine Festin, Salbschintnam, et Tantnam, aber nie nix plus. Das Beste ist, Blöde, jetzt wird Agnes Mord. Der riskiert sich die Schwerbehilfen zählt, der muss ich auch sehen. Nicht lügen. Um Himmels Willen! Uns waren die Ungenügel. Und wie seht's uns? Ein Hochzeiter mit einem Bart? Dann muss der Bart voll weg. Nichts da, der Bart bleibt. Ja, wie soll ich denn meiner Frau erklären, warum sie auf einmal kein Bart mehr hat? Also gut, so zeigen wir halt noch einmal. Hoppla! Ja, so kommen wir nicht wieder, der verliert das nächste Mal schon wieder. Nun, der Buckel, der ist schon da und es ist noch nichts gerecht. Das ist jetzt wurscht. Jetzt müssen wir improvisieren. Ohne Unterschrift geht der Süß nämlich null Nüsse. Bloß nur den Scharren machen. Ja, nochmal rein. Sind da alle so stürmisch da hinten? Oh, ich war eh schon da dran gewesen. Ich hab mich schon lange gesehen, Leute, bis ich da herkommen soll. Noch die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, nur nicht geniert, wer nichts riskiert, der gewinnt auch nicht. Ihr will also unser neues Familienmitglied werden? Ah, ihr wisst also schon Bescheid? Ah, ja, bei uns gibt's keine Geheimnisse. Die Familie hat jetzt nämlich Schluss ab. Einstimmig. Ja. Oh, das freut mich aber, wenn sich die ganze Familie einig ist. Für mich in einer Gemeinschaft aufzunehmen. Ja, ja, mit Freude nehmen wir es auf. Hoffentlich quatscht der nicht immer so schwul, aber der kann nicht so. Ja, und wenn der jetzt den Boss mit der Familie aufnehmen? Vom 1. Juli, was wir machen. Natürlich, nur wenn die Frau Tante bis der so weit ist. Ja, die ist dann schon so weit, die ist sozusagen schon gerichtet. Ich kann nicht theoretisch geschafft haben. Nein, nein, so passiert sind wir alle wieder nicht. Hast du das kapiert? Wegen Vater vielleicht bis im Juli warten. Wegen Böjak, kein Problem, das geht auch noch im Juli. Nur mal der Vertrauen, der machen wir am besten gleich. Nehmen Sie Platz. Aber natürlich, das ist ganz in meinem Sinn. Ich übernehme das Objekt, ohne dass ich es habe. Ich vertraue Ihnen ganz. Aber jetzt legt mich doch einer heim. Dass es so etwas noch gibt. So ne Rindsviel. Was so ein Platz da nicht alles ausmacht. Über den Preis müssen wir uns noch einigen. Ah, über den Preis, ich hab's gewiss. Jetzt kommt der Bogen. Wahrscheinlich will er noch eine Hüfe Geld dazu, als er sie nimmt. Über den Preis. Ja, und was haben sie denn so bedenkt? Was man im Allgemeinen bezahlt. Ihr will bezahlen? Aber nein, ich brüche da nicht bezahlen, ja. Das ist alles gratis, ne? Wir sind so froh, dass wir sie los haben. Wenn das so geht, dann sag ich halt, vergelt sich Gott. Nicht lang. Das sei da nicht lang. Ein Bit hat sich allerdings noch. Nein, ja, schon. Was? Das ja. Bit muss schon ein bisschen größer sein. Ist er noch? Bei meiner Größe ist mir im kurzen Bett ein bisschen unangenehm. Kein Problem, auf der Beno steht noch ein enorm Bett vom Großvater. Das schenken wir euch ganz umsonst. Aber jetzt machen wir endlich den Vertrag. Vielleicht müssen wir uns anders überleihen. Also, lügen du. Je m'engage formellement à accepter ce contrat. À tâter du 1er juillet. De façon ferme et définitive. Définitive. Aucun désistement n'étant possible. Possible. Ah. Da war ich schon schön drum. So,
Wow. Also, meine Unterschrift ist oben. Jetzt wird noch eine. So. Kenny Louis. Kenny Louis, das ist aber komisch. Soll ich es noch zeigen? Ich schlafe vor. Ich lasse den Vertrag in meinem Büro kopieren und werde für ihn eine Kopie in den Briefkasten. Wunderbar! Und dann am 1. Juli, dann kommt der Großtag. Ja. Und da damit Schluss. Nein, da reden wir nicht mehr davon. Also, meine Herren, ich sage Ihnen merci. Ja, ja. Merci vielmals. Ja, ja. Und au revoir. Au revoir. Au revoir. Wenn das richtig ist, Männer in die Hände nehmen, nur glaubt alles, was ist alles geboren. Und auf das sind Hobart drin. Mensch, die haben das gemacht. Super, einfach super. Soll ich? Ja. Du schießt schon wie ein Barista. Aber in Paris schießen sie nicht mit Champagner. Nein, mit der BLB, ja, jo. Hoppla. Also, was sind wir? Wir sind Beste. Agnes im Pöbel sprudelt der Petrolquell. Petrol, überall Petrol. Lang mal deinen Vertrag. Ich unterschreibe alles. Tatsache, ich bekomme Agnes und den Pöbelplatz. Petrol? 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 Das wird immer schöner. Mein halbes Leben lang habe ich jetzt meine Geschwäche auf dem Buckel gehabt und jetzt, wie wir sie endlich los haben, hat die Blödkühe Petrol auf ihrem Magen. Und nicht nur das, noch gewinnt sie noch am Samstag oben am Lotto. Ja, am Lotto ist drei durch, ist eins hat doch auch gelangt. Ich Stottel, ich spiele schon 20 Jahre Lotto und nicht roter Sens. Also, wenn ihr mich freut, das hat ihm die Absicht gemacht, nur mehr für uns zu ärgern. Dich freut aber keiner, he? Du musst ganz ruhig bleiben. Wer ist denn schuld an dem ganzen Schlamassel? Ja, wer ist denn schuld? Du und du bist schuld. Ich? Wieso dann ich? Ja, wer hat denn die tödliche Idee, dass Daniel hier oder nicht? Kein anderer als du. Für uns wird alles gut sein. Aber nein, sie muss hier oder? Das Ding muss anders geregelt werden. Und jetzt sind wir da dumm. Aber jetzt reicht gleich durch. Das darf ja nicht hoch sein. Ist es aber. Ich hätte auch nie es gern gebolden. Durch! Ich hab mich richtig an sie gewöhnt. Oh, das würde mir fehlen, wenn der aromatische Duft von ihrer Zigarre nicht mehr durch die Wohnung zieht. Ja, das sind noch schöne Zeiten. Also, ich bin ja doch alle zwei im höchsten Grad. Anstatt dass ich überleihe, wie wir mindestens einen Teil von dem Geld retten können, jummere ich da umeinander und schiebe mir die Schuld in die Schuhe. Und außerdem, ich weiß nicht einmal nicht die Adresse von dem Karl, wo sie heiraten soll. Ja, weiss der Teufel, ob er sich noch einmal meldet? Der kommt wieder. Der hat einen so komischen Blick, das habe ich gleich gespürt. Da kannst du Gift drauf nehmen. Mensch, der hat das Geschäft gemacht von seinem Leben. Vielleicht nimmt einer Daniels gar nicht. Ja, was? Ein Vertrag ist ein Vertrag, den muss ich jetzt nehmen. Da schlägt er keinen Geiss weg. Und du, Dottl, du hast noch nie geschrieben in deinem Vertrag, dass der Vertrag irrevokabel ist. Ja, stell dir doch einmal so etwas vor. Ja, bin ich jetzt wieder die Schulde? Wenn es geglaubt hat, hätte ich niemand fies verschmutzt. Aber jetzt bin ich wieder die Schulde. Gott, das muss ich ein Schnaps.
Wenn man einfach diese so richtig betracht, haben ja viele Leute einen Vertrag unterschrieben. Nur eigentlich die, die es angeht, die hätten ihn nicht unterschrieben. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah jo, Daniel hat den Vertrag nicht unterschrieben. Wir haben sie sozusagen ja ohne ihren Akkord verheiratet. Ja, na, Bescheid hättest du schon gewusst. Das kannst du jetzt auch wieder nicht sagen. Ja, aber das weiss der König Louis nicht. Ja, Mensch, du machst ja eher mit der Polizei. Mensch, das ist schon Meidelhandel. Traite de Blanche, ist das? Meidelhandel, ja, hast du nicht eine Flecke? Das ist eher ein Volltat, wenn man die unter die Leiste bringt. Da, ah, da sollten wir fast eine Medaille dafür bekommen. So, meine Reste sozusagen. Oh, ich verstehe überhaupt nichts. Ich will sagen, dass der Vertrag Wurstschitz nicht gültig ist, weil nicht Daniels nicht unterschrieben hat. Ja, nicht gültig. Ah ja, Daniels hätte den Vertrag gar nicht unterschrieben. Also an das denke ich jetzt schon die ganze Zeit. Rein juristisch betrachtet ist der Vertrag gar nicht gültig. Und mir ist trotzdem ein Advokat verloren gegangen. Hä? Was haben wir jetzt? Du kennst den Rest, Hans-Charles. Du bist ein Genie. Gell? Ihr zwei sind Christa-Schöttel, wo mir je begegnet sind. Ohne mich werden ihr nicht draufkommen. Tatsache ist, man braucht uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Ja, und den König Louis nehme ich. Aber wenn dieser rauskommt mit dem Lotto und mit dem Petrol, ja, da rennen sie uns ja alle in die Stubbe und wollen alle Daniels hier oder? Ja, das müssen eben alles unter uns bleiben. Was den Petrol anbelangt, habe ich schon die ersten Massnahmen genommen. Heute in der Nacht habe ich den Marcel Nuss auf den Böllplatz geschickt und er hat die Petrolquelle mit Zucker überdeckt. Nichts, überhaupt nichts mehr. Du, das ist gut, du. Das ist jetzt gut angebracht. Ja. Das sagst du so einfach. Weißt du, Teufel, in wem das Agnes das alles schon gebobbelt hat? Ja, das ist recht. Die Woche sind sie schon dreimal im Bariges gesehen. Und da quatschen sie über alles, wenn sie unter einem Hochdrückler sitzen. Dreimal beim Coiffeur? Plötzlich so? Ah ja, wenn ich das auch. Am Montag ist sie mit roten Haaren reingekommen. Am Mittwoch mit blonden Haaren. Und wie sie heute heimkommt, das wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich verklebert sie den Pulver innerhalb von einer Bachwurre. Dann ist sowieso alles herum. Ja, unsere zwei Weiber und Isabel dann zu begleiten. Da sind die 248 Däusig vom Lotto gleich verklebert. Was? Mathilde ist auch dabei. Ah, ja. Und ich meine, halt, sie ist in der Metz auf den Kaffschnitzel. Ja, ich hab gemeint, du hast sie voll unter Kontrolle. Ah, das hab ich auch gemeint. Wir müssen jetzt reden, was noch zu reden ist. Auf alle Fall frischen wir die Petrolquelle. Die ist mir wahrscheinlich Millionen wert. Ja. Du pfiffst auf die Rüdische 248.000 Euro. Hast du ja wieder recht, ja. Ich hab da eine Idee. Daniels darf gar nicht mehr auf die Idee kommen, außer heiraten will. Wir müssen es ihr da so schön machen, wie es nur geht, so schön, dass er gar nicht mehr Furcht will. Und wenn sie dann richtig glücklich und zufrieden ist, bums, nehmen wir ihr die Petrolquelle. Ja, und wie willst du das anstellen? Kommt Zeit, kommt Rot, kommt Petrol, da wird man schon nicht hinkommen. Ist das eine Schleiferei? Drum haben sie Verspätung gehabt, weil sie schleifen. Das Gott, die Dame sind da. Agnesle, gib mir doch die Schwertosch. Nicht, dass du noch einen Bruch liebst. Den lieben Stift kann ich doch noch tragen. Oh, verdammte Agnes, das müsst doch nicht sein. Oh. Und wie du heute wieder aussiehst. Erbracht. Einfach erbracht. Glatt 20 Jahre jünger. 20? Männer, das langt doch nicht. 30? 35? 40? Wenn das so wieder geht mit eurer Verjüngerungskür, muss ich bald wieder windeln. Komm, und die Woche. Prachtvoll. Einfach prachtvoll. Das ist nicht prachtvoll, das ist Acajou. Ist doch egal, Hauptsache ist farbig. Sag Ihnen mal, was ist denn mit dem Schluss? Spinne ich?
Ja, wieso sollten wir spinnen? Bloß weil wir in der Tante Agnes ein paar Komplikationen machen. Komplimente! Onkel, Komplimente! Mensch, hab ich getrunken? Agnes, das setzt sich doch ein bisschen. Voilà. Und leid deine Füße, ne? Ein bisschen hoch, ne? Du bist doch die Schule gar nicht gewöhnt, weißt du, weil du 50 Jahre lang noch mal Stiefel an dich kennst, ne? Isabelle macht doch einen Kaffee für die Tante ihrer Blühzirkulation. Alle her, guck doch an dich. Wie lange soll denn die Tante noch warten? Oh, macht das gut. Also, Agnes, ich mein Gott, deine Füße sind ein bisschen geschwollen. Soll ich das ein bisschen massieren? Oh ja, der Rest, ja, wenn es beliebt. Jetzt noch einmal da ohne. Hat er dir auch schon mal die Füße massiert? Ja, doch. Aber das ist mindestens schon 20 Jahre her. Jetzt haltet doch euer Müll. Wir erklären euch alles später. Und Agnes, möchtest du Käse in den Buckel? Oh ja, gern. Geld, das macht gut, hä? So ein beliebter Kaffee für die Dame. Oh, merci. Das ist aber lieb von dir. Das ist einer von heute Morgen ja da gewesen. Frisch aufgewärmt. Ja. Was ist, ich zwei? Bringe doch einmal die Tote in die Kiste. Man sucht ihr alles noch her. Ja. Ja, wir haben uns nämlich neue Kleider gekauft und Agnes hat alles bezahlt. Bist du verrückt? Du kannst schon nicht alles bezahlen. Du hast doch das schöne Geld gleich Frucht. Es geht doch der Wuchszins. Es ist ja schließlich mein Geld. Nein, er meint, wir wollten nicht, dass du uns genutzt wuchst, jetzt, wie du so viel Geld hast. Jo, jo. Ich weiß schon, was ihr will. Herr, wir gehen wohl. Kommst du noch? Ich hab jetzt plötzlich einen Mordshunger. Lust auf eine Leberwurstfläche. Aber Agnes, das ist doch gar kein Problem. Ein Leberwürstchen. Der Lebhugo, der holt dir jetzt eins. Ein ganz frisches. Ich bin gleich wieder da. Ja, gell? Bringst du mir eben Baguette? Ja, na, na gut. Hallo, ja? Ja, Agnes Krummholz? Ja, die ist da, ja. Noch ein Moment, wenn es beliebt. Tonda, du bist jemand für dich. Oh, ich sitze jetzt gerade so gut. Lass mir doch das Telefon her. Ah! Ach, warte, jetzt das haben wir gleich. Roland stellt das Telefon an und kommt daher mit Traves an, jetzt bis zum Telefon. Ah. Nun, der Vogel ist dieser Schwarzkoliber. Das ist aber eine Ehre. Ja, natürlich freut es mich. Also gut, bis auf Krähe zum Kaffee. Ja, bis später. Au revoir. Ja, au revoir. Wer ist das jetzt, Finn? Ja, das ist nur der Sekretär von meinem neuen Bekannten. Was für ein neuer Bekannter? Du wirst doch das nicht Anfang ausständig. Nein, die sind doch Haarschleifer. Ja, ja. Vergiss doch nicht, dass du verlobt bist. Es langt, wenn man einer abwimmeln will. Es langt, wenn der einer ankimmelt ist. Wer himmelt eben an? Ich doch nicht. Oh, meiner Neufried. Der ist total weg gewesen, wo er mich heute gesehen hat beim Coiffeur. Beim Coiffeur? Ja, schämst du dich nicht, beim Coiffeur fremde Männer anzuquatschen? Ja, was heisst denn du anquatschen? Er ist neben mir gesessen beim Coiffeur und jetzt ist sein Kopf durch frisch aufsetzen und nun sind wir halt miteinander ins Gespräch gekommen. Ein Kopf durch? Boah, was ist leicht unser Travestie in Süß? Ein Travestie? Nein, es ist ein Scheich. Ein Scheich? Abdul El Total. Er ist in Petrol.
Im Petro, ja, ich hoffe, du hast mir nicht von deiner Elquelle erzählt. Ah, das ist doch Gelegenheit gewesen. Und er kommt durch, die Petrolquelle anlöden. Nicht mit André ist er durch. Dein Petrol anlöden? Du kannst doch nicht an jeder Haarkolle von einem Mann Petrol anlöden, Lohn. Ah, ja, so ne Quatsch. Ich muss doch wissen, was das Ding wert ist. Und schließlich kennt er sich aus. Wissen Sie was? Ja. In der Oben fahren wir alle zweite Abdül und ich auf Baden-Baden. Ins Casino? Ja, was willst du im Casino machen? Was willst du in Baden-Baden machen? Im Casino, da hast du dein Geld gleich für jeden. In Baden-Baden tust du dir alles pulvern. Ja, weil es Frucht ist, ist es Frucht. Ich hab ja nur meine Petrolquelle. Und in der Not auch noch der Verlobt, der wo eher mehr besorgt hat. Besser als ich kann der Frau gar nicht abgesichert sein. Nein, Agnes, der Verlobt kannst du vergessen. Der ist nur mal auf deiner Bootplatz scharf gewesen. Den nimmst du nicht. Das los ist dir nicht zu. Was? Der ist nur mal auf meiner Bootplatz scharf gewesen? Ja, warum hat denn ihr überhaupt diese Frage gemacht? Ja, das ist so ein riesen Fehler von uns. Wir hätten uns einfach nicht so erweichen lassen. Aber wo er da vor uns gelegen ist, auf die Knie und die Tränen auf den Bogen runtergelaufen sind, sind wir einfach schwach geworden und haben dich im König Louis versprochen. Wie heißt der? König, Louis König, oder wie er sogar sagt. König Louis! Ich war verrückter Pfarrer! König Louis, das gefällt mir. Der nehme ich, der will ich! Nein, den nimmst du nicht! Und der Scheiß, den nimmst du auch nicht! Und auf Baden-Baden ins Casino, da gehst du auch nicht! Und überhaupt, du rennst du in dein Unglück! Und das ganze schöne Geld! Charles, mach dir darum nicht keine Sorge, alle. So, und ich geh mich jetzt ein bisschen ausruhen. Denn der Abdül kommt noch her durch. Charles, ja. Hättest du mir noch einen Gefallen machen? Ja. Also, wenn's beliebt, seh dich mal anders an. Und noch etwas. Wäscht er mal wieder deine Fäße. Kenny Louis Abdul El Total, das ganze schöne Geld ist. Am, fort beim Teufel ist. Mensch, wir müssen wenigstens den Petrol retten, vor etwa 4 Wochen, dass es ihm gewahrt ist. Ja. Ich komme schnell alle zusammen, wir müssen sofort etwas unternehmen. Ja, schleuer reden kann er, aber das kann ich auch. Hallo, Agnesele, was der Lieb. Ja, wo ist sie denn? Ja, Agnesele hat keinen Appetit mehr jetzt auf Würste. Agnes hat jetzt Appetit auf Männer mit einem Kopfdiesel. Mit einem Kopfdiesel, ja. Ein Scheiß. Oder ein Scheck, wie man auf Französisch sagt. Aber das ist Geschenk sans Provision. Ja, das ist ein Scheiß. Frisch wie beim Koffer gesehen, mit einem Kopfdiesel, frisch vom Koffer. Wie heißt er wieder? Abdul El Total oder Abdul El Esso. Was heißt er das? Heißt er jetzt so? Na, hast du eine Flecke oder hast du gesoffen? Ja, ich bin da, kommt der Durisch am Dreh und will die Petrolquelle anlösen. Das ganze schöne Geld. Ein Scheiß? Ja. Scheiß. Was erzählt uns der Ola da? Zu uns kommt der Scheiß? Ja, Scheiß. Was? Ja, willst du mir jetzt sagen, warum hast deine Schwester jetzt den Scheiß bricht? Aber die Weiber in deiner Familie, die haben ja alle ihre Riss in die Schüssel. Ja. Weißt du, was du sagst? Ja, aber Daniels, die ist doch viel zu dicht. So ein Scheiß, der will doch etwas handfest, etwas solides. So Araber, die haben deren runde Frauen. Karaschar, Karan, Capri Plus. Der will doch kein so ausgedruckelter Kuckuck. So eine dicke Harry. Du musst aber bedenken, der Harry schwimmt im Petrol.
Achtung, du, da kommt der Niese in den Harem. Oh, der hat noch 20, 30 andere Weiber. Erst kriegt es einen Film, da drin, was du gerne nur an der Television. Den habe ich euch schon gesehen. Der Tiger von Istanbul. Ja, ja, die hat es doch schön, die Scheiße. Scheiße, ich war verrückt. Und was ist mit dem anderen, wenn ich den Vertrag gemacht habe? Ja, was weiß denn ich? Ich weiß ja gar nicht, wie man auf den Kopf steht. Jahrelang passiert nichts und jetzt laufen sie uns süß nicht. Hey, ich hätte eine Idee. Du, mit deiner Idee, das wird wieder so ein Mist sein. Still, das ist gleich. Eine von euch müsste dem Scheiß den Kopf verdrehen. Wenn der so froh die Freude abgesandt hat, du so müsst es klappen. Nein, das mache ich nicht mit, ja? Am Abend glaubt nicht, noch immer Haare. Anständige Frau. Ja, stell dich doch nicht so an. Ich verleihe doch eh, um was es da geht. Caroline, Schätzele. Ist der ja so kleiner Feldritt natürlich verzeihen. Nun, redet doch einmal mit der Tante Agnes. Vielleicht findet sie die Lesung, vielleicht beteiligt sie eh an der Elfe. Ah ja, das ist ja klar. He. Mit 2 Millionen bin ich auch dabei. He. Ja, meine Nürigkeit zu der Familie Betancourt. Und noch er haut sie ab mit ihrem Scheiß und mit dem Pulver. Ja, es ist nur so eine Idee gesehen. Ja, aber so ein Dummi. Also, Meitel, wie steht's? Wer verfiert der Scheiß? Ich nicht! Oh, ja, 15 Millionen! Wir haben doch keine Zeit mehr für euch auf die Knie anzubetten. Mensch, ist das ein Theater! Was haben wir denn zu verlieren? Alles müssen wir selber machen, wenn wir eh wieder einmal brüschen. Also, gut. Ich verfehle den Scheiß. Ich opfer mich auf. Was? Du? Ja, Mensch, du eben erst auf Frauen? Ja, bist auf du Männer? Blöd? Ja, auf Männer, ja. Du bist aber blöd, da muss ich natürlich verkleiden. Ha, mein lieber Schwier, meine Räder, darfst du das wirklich für uns machen? Ja, unter einer Bedingung. Löst, dass ich diesen Böblot so günstig wie möglich an uns verkaufe. Lass dir etwas einfallen. Die Idee von der Isabel da, die ist gar nicht so schlecht, wenn ich mir sie überleihe. Ja, das ist ein Wucht, aber du musst auch ein bisschen investieren. Nicht mehr als 50.000 Euro bringe ich für den Moment nicht an. Ne? Gut, ich stehe mit der Selbstsumme. Nein, nein, nein! Das kommt gar nicht in Freude. Und wenn jetzt passiert? Ja, was soll denn da schon schief gehen? Das holen wir sofort wieder hin. Und dann, Schatz. Ja, dann! Ja. Dann fliegen wir 2 miteinander auf Hawaii. Doch habe ich noch immer einmal angewählt. Ja. Das machen wir schon noch sagen, wer von da fliegt, ja? So dumm, dass ich da nicht mitmachen kann. Vielleicht, wenn ich einen Kredit aufnehme. Und da steht ich einmal. Da lasse ich mich sofort scheiden. So ein Risiko eingehen, ohne Abschätzung. Ja, wer nichts riskiert, der gewinnt auch nichts. Oh, du lebst, wenn das nur gut geht. Komm, wir müssen jetzt in der Alter entkleiden. Na du, ich will mal los, ich glaube, ich hab noch Sachen von der letzten Basernacht mit uns. Also, auf was warten wir? Agnesele, komm doch einen Moment raus. Hast du 5 Minuten Zeit für deine Gutscharren? Was weh denn? Du weißt doch, dass ich Psyche erwarte. Agnesele, du sitzt dich doch einen Moment ohne Nerven, nicht? Ja. Also Agnesele, ich hab keine ruhige Minute mehr. Ich kann nicht so lügen, wie du in dein Unglück rennst, nicht? Ich hab mich doch so an dich gewöhnt, du bist mir ans Herz gewachsen, du bist so zu sagen. Meine zweite Frau. Oh, die sage ich aber noch nie so betrachtet. Das ist so, aber ich bin sehr, sehr besorgt um dich. Jetzt auf einmal? Nein, noch immer gesehen, nicht? Ich hab das aber noch nie gesehen. Aber du weißt schon, wie eifersüchtig Caroline ist, deine Schwester, ne? Also,
Willst du dich jetzt scheiden lassen und mit mir heiraten? Mensch, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. nein, der jetzt ist nicht, nicht. Aber Mensch, wie soll ich dir das sagen? Nicht? Du hast doch gar keine Erfahrung auf Männer oder auf Geld oder auf Petrol. Du weißt gar nicht, was auf dich zukommt. Die Verantwortung, wie auf dich los ist, wie ein Lawin. Die überrollt dich. Mensch, Charles, du machst mir jetzt gerade Angst. Und das wäre dir dann eine große Beruhigung, wenn du mir wenigstens eine Verantwortung oder eine Last abnehmen kannst. Ja, du wirst dich erleichtert. Ja, an welche Last hast denn du gedacht? An mein Geld oder an Petrolquell? Eigentlich schon an Petrol, nicht? Da kenne ich mich schon schließlich gut aus. Nicht schon bei der Heizung, nicht? Die brust Masse. Das Auto, das brust Gasel. Der Traktor auch noch, der ist. Der Rasenmäher, der brust Benzin, das ist auch wieder so eine Sorte Öl, ne? Ajo! Und in der Salat, du machst mir ja auch Öl. Ajo! Und du weißt schon, wie gerne es ist Salat ist. Also gut, reden wir nie mehr laut drumherum. Du hast mich immer gesehen. Und ich bin sicher, dass ich in der ganz Gegend keinen besseren Fangmann finde als du. Aber Samuel, was würdest denn du mir bezahlen, wenn ich dir den Böblatz immer schreiben darf? Was würdest ich dir denn bezahlen? Was denn ich dir? Also der Böblatz ist 95.000 Euro wert. Ja, noch, 50.000 Euro, das ist noch drauf legen. 50.000 Euro, je, Samuel, 50.000 Euro. Meinst du, Kindsfee, 50.000 Euro? Du kannst dir ein Dämmerli suchen, also kommen wir nicht ins Geschäft. Also, der Abdi muss doch kommen und muss sich einmal die Quelle anlösen. Es wäre mir ja recht gewesen, wenn der Pöbelplatz in der Familie dort bleibt. Aber ich verleide es doch einmal. 50.000 Euro. Ja, nein, ich könnte noch ein bisschen drauf leihen, ne? Ah ja. 150.000 Euro, aber das ist ein Überpreis. 150. Ja. 170.000 und der Platz ist drin, ne? 170.000. Gut, aber nur weil der Familie und weil ich so besorgt bin um dich. Na, nur will ich mich das gleich festbinden. Ich war jetzt gleich in die Stadt zum Notar und lass dir den Böblatz überschreiben. Ja. Aber du in dieser Zeit besorgst du mir das Glühwein her, bar auf den Tisch. Ja, ja, ja. Na gut. Agnes, mit 150er. Und ja, und das ist doch mir Wurst. Isabel! Isabel, wirst du mich noch schnell in die Stadt? Was will denn du in der Stadt? Schon wieder zum Coiffeur? Nein, ich will zum Notar. Aber das erkläre ich dir alles unter Weiß. Charles, ja? Du musst jetzt noch in der Isabel eine Vollmacht schreiben, dass es dich recht geldig beim Notar vertreten kann. Oder weißt du was? Du fährst nicht selber mit. Nein, nein, das geht nicht. Ich schreibe mir eine Vollmacht. Nein, ich habe nur doch eine Hüfe Sachen zu erledigen. Ja. Zum Notar willst du? Samuel, jetzt, du hast den Böblatz gekauft. Ja, Agnes und ich, wir sind uns einig. Ja. Ich habe aber da eine schwere Belastung abgenommen. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, dass er so blöd ist. Ohne Expertise, ohne nichts. Vielleicht ist das nur ein Petroller und sonst nichts. En fait, das hätte ich nicht gemacht. So. Red nicht von Sachen, wie du nichts verstehst davon. Ich kenne mich schließlich gut aus und was der Charles macht, das macht er richtig. Ich bin froh, dass der Roland nicht mitmacht, aber du bist so schlau. Warte, Junge, es dauert nicht lange, dann bin ich ein Petrol-Multimillionär. Kommt Zit, kommt Rot. Kommt Petrol! Komm los, dass ich wieder da bin, wenn der Abdü kommt. Und du, Charles, vergiss mal mein Geld, nicht, gell? Nein, nein, nein. Und? Wie habe ich jetzt das gemacht? Jetzt gebe ich dem Hugo, dann gebe ich auf Gas und dann hole ich den Pulver. Und dann geht's ab auf Hawaii.
Meidle. Weine. Richte Blumenkettle, wir treffen uns noch dort am Bach. Kein einziger bezahlbarer Bäumplatz. Und dann noch, was mir noch erzählt. Ja, André? War es so lieb und einfach mal schnell im Haar. Ja, ja, ja. Was will er denn mit dem? Ah. Und Sie auch da? So kann man das nicht sagen, noch nicht. Aber ich denke, dass ich bald hier hinsehe. Ah, komm ich auch. Aha. Wir haben hier Kirchis zusammen angeboten, in die Familie einzutreten. Mhm. Ich habe zwar wohl das Nein gesagt, aber jetzt habe ich mich doch entschieden, das Angebot anzunehmen. Das ist gut. Das habe ich schon gemacht. Ich habe sogar ein schriftlicher Vertrag mit der Herren Abschluss. Das dürfte doch mit Wahnsinn. Entschuldige, wenn ich das sage, aber die passt doch gar nicht zu euch. Nein, optisch schon. Ihr seid viel zu groß für sie. Aber was das angeht, kannst du doch gar nicht groß genug sein. Wir hätten mir sogar ein extra großes Bett versprochen. Bei der Bequemlichkeit. Eben also. Wissen Sie, ich leide sonst unter Platzangst, Klaustrophobie. Ja, mit Platzangst habe ich kein Problem. Mhm. Aber ich gebe zu, wo ich das erste Mal da bin gesehen, habe ich auch mit der Angst zu tun bekommen. Großer Gott, Sie haben die Frau so höher getroffen. Ja, und wo sie mir ihr Bein gezeigt hat, da, und wo sie ihre Bari abgezogen hat. Oh, so weit habe ich es gar nicht gelohnt gekommen. Ich bin gleich durch den Lunch. Ich auch. Aber jetzt bin ich zum Schluss gekommen, dass sie mir da ein grossartiges Vorteilskraftangebot machen. Das habe ich schön begriffen, aber wie gesagt, sie kommen zu spät. Leider zu spät. Oh, hier ist sie. Der Apfelputzer und die Kini-Lui. Sind wir denn nichts erspart? Ja, was macht denn ihr da? Wie sind wir denn reingekommen? Bonjour, Monsieur Charles. Ich habe noch wohl auf Ihr Angebot wieder zurückkommen. Ich habe dem Herrn schon erklärt, dass er zu spät kommt. Schließlich habe ich alles schriftlich und widerruflich. Jesus Gott, meine Nerven. Es ist zu spät. Nicht? Schließlich ist alles erledigt. Ihr könnt gleich wieder gehen. Es tut mir leid. Und mehr erst noch. Monsieur, könnt ihr mir das nicht vielleicht unter uns regeln? Ich darf nicht doch, er kann es zeigen. Also, da wird nichts mehr geregelt. Nüsse, es ist alles schon gemacht. Und jetzt? Ja, jetzt ist noch. So, jetzt kommen wir an uns nicht. Also, das mit dem Vertrag, rein juristisch betrachtet, es geht nicht. Ich kann auch nicht wieder gehen. Aber, was du schauen, ich habe mich darauf verloren. Ich habe sogar meine Matratze mitgebracht, zum Gravieren bei einem Bett. So, ne, Sattig, also das ist doch der Gipfel. Das ist doch eine Gemeinheit. Ich weiß doch gar nicht, was du gemeint so sind. Ich muss doch wissen, ob die Matratze passt oder ob ich mir eine neue kaufen muss. Matratze. Hat er denn keine andere Sorge? Denke doch an die arme Agnes. Die arme Agnes? Was ist
denn das für Agnes? Ja, schließlich ist sie noch in jedem Fall. Und ich will sie doch überfallen mit ihrer Matratze. Ich weiß doch gar nicht, was meine Matratze mit der Agnes zu tun hat. Jetzt verstehe ich so langsam gar nichts mehr. Er ist schwer durch, der Rektor gesagt. Agnes Sedus. Und danach kann ich die kleinen Zimmer, wo da frei ist, übernehmen. Zimmer? Übernehmen? Ah ja, vom Juli ab, wenn ich die Stelle als Hushilfspartner antritt. Hushilfspartner? Ja, gell, ihr seid Pfarrer. Ja. Jetzt sind wir dürfen den Pfarrer wieder hier, oder? Ja, Frau Lüthersprez hat noch nicht einmal nicht Zeit für Zeitung zu lesen. Hier, oder? Ich will nicht hier, oder? Ich will ja nur das Zimmer. Nur das Zimmer? Ja. Ihr wollt dann jetzt gar nicht hier, oder? Oh, nein, das nicht. Ihr wisst gar nicht. Wie glücklich, dass ihr mich macht. Äpfel. Und eine schöne Matratze von der Tür. Die Schmurie hol ich das Bett vorunter von der Beine runter. Die botzt sicher, aber jetzt geht's nicht, damit sie wieder mitnehmen. Und komm ich später? Ja, komm ich noch später wieder. Also. Und die Schelfe ist ja. Ein ja, was geht? Voilà. Merci, ja. Also dann bis Notar. Ja, und. Merci ja. Und au revoir. Au revoir, ja, au revoir. Höpfer, schon wieder ein Problem geregelt. Jetzt noch der Scheich, oh, noch glaubt alles, noch glaubt das ganze Geschäft. Heute ist meine Klicks da. Der Schwindel auf. Wie siehst du denn das? Ja, Nachbar, du nicht so blöd. Und sag mir eben, was ich machen soll. Ah, jetzt wird genau was ins Dackel und mach schon nichts. Mach schon nichts? Mach schon nichts, sagt man dir. Hörst du wieder mal etwas explizieren? Ich hab die Petrolquelle organisiert, hab den Apfelputz und den Kini-Louis vertrieben. Und die Blödkühe sagt zu mir, mach schon nichts. Du hast deinen Kopf auch nur für Torwäsche. Muss ich denn für alle denken? Jetzt los es doch einfach auf dich zu kommen. Jetzt musst du ganz spontan entscheiden, was du machst. Wenn's Agnes merkt, was das für ein Weiber hält ist, nun ja, sie selber schon zum Teufel, gell? Hoffen wir's. Ich glaub mir bloß am besten die Sache ab. Soll sie doch glücklich werden mit ihrem Schalsch? Ja, spinnst du so kurz vor dem Sinn? Ist ja das ganze Geld wieder beim Teufel? Denk doch an, was wir mit dem Geld vom Agnes machen können. Im Agnes sind Geld in unsere Petrolquelle. Du bist in deinem ganzen Leben kein Schnitzel mehr verkaufen. Willst du nicht sitzen? Ein Bier vielleicht? Was?
Mensch, hol doch die Müll im Orient, der wird die noch machen, wenn sie erfreut war. Oh, ich glaube, das wäre mir da ein. Und wer ist es? Das ist meine zweite Sultanin, Mathilde. Oh, Mathilde. Und wer die Blume ist da? Das ist... Das ist keine Sultanin, das ist Rosine. Mensch, der lacht. Ich glaube, der Antebs. Mein Herzler, soll er aufgehen, mein Herzler? Das ist eine Frau, hein? Du bist jetzt dran. Oh, leck mich aber. Was soll das starten? Ich meine, ich verstehe es so, gell? Ich meine, Rotters hat Oleg nicht am Leben. Wie du heiße? Rosine, lieber Scheich, Rosine! Oh, du mir sehr gut gefallen, liebe Rosine! Will du dich nicht ein bisschen setzen? Du, die Sätze? Du erlaube? Ah, hallo, natürlich, schließlich unsere Gast. Herr Kuhn. Guck doch an die Gana, jetzt kommt es mir. Warum tragen du das Leine? Ich will sein im Gesicht. Nein, aber das nicht. Oh. Ich will zu dir mit. Lohnt deine Schleier, Ben. Ihr zwei, halten Sie. Platz. Oh, Rosine, du mir gefallen sehr gut. Ich dich machen zu meiner Lieblingsfatma. Was du meine? Gern, lieber Scheich, gern. Gern, du ist jetzt dran. Das ist gern zu dir, Herr, wie es Agnes. Aber Agnes hat irgendwann. Ich löge und er hat mich kaufen. Nein, du nimm ich löge, ich werde schon verkaufen. Du bist ja schon dumm. Wer ist das? Das ist Rosine, Zusatzfatma vom Schaf. Ich nehme mit und mache zu meiner Lieblingsfatma. Also nee, du hast mir kühn, 5 Minuten Fucht, hätte er schon eine andere. Ja, dann gleich zum Dämpfen, den Lieber, he? Dann musst du mir 20, 30 andere Freunde einladen. Er sperrt sich in seine Haare, pass nur auf. Verschwinde, Hexe! Du nicht Ende. Ich nehme alle zwei. Ah, nein, das geht nicht, sonst bin ich Harem viel zu klein. Ja, du kannst haben Rosine, Agnes, mit aber du. Charles, die möchte ich nur nicht drin. Charles, aber du Elkwell verkaufst? Ja, aber zu einem guten Preis. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich hätte gern Geld, Elkwell. Aber du schon haben Geld? Nein. Na, wie ich kann man machen, verkauf rückgängig? Nein, nichts du. Du hast dein Geld. Gell, Isabel, wenn das Geld immer gern ist, ist der Vertrag recht gültig. Ja, das hätte er doch gesagt. Einer, nun ist schon alles klar. Komm, Abdul, wir fahren jetzt ins Casino, das ist alles verklopfen. Nein, der Abdul, der tritt bei mir. Der Abdul, ich bin Sonne, du hast gleich ein paar kräftige Erbogen, dass bei dir die Sonne untergeht. Oh je. Du, mich hast versagt, das ist nicht schön von dir. Ich will aber rare. Oh, Jesus Gott, ist auch noch. Jetzt aber erledigt. Du kannst aber, Agnes, das große Opfer für uns und das ganze schöne Geld. Du, die Schwester, du hast ein Elkwell? Ja, wenigstens jetzt, ja. Aber nur kleine Elkwell ist nicht, nur mit 500 Liter. Aber gute Petrus, du kannst dem danken vor deiner Bulldog-Traktor. Ja, ich spinne, ja. Das jetzt hätte doch normal rettet, die Scheute, nichts mehr raus. Ah, ja, sicher. Aber irgendwann nichts mehr.
Irgendwann nichts wert? Ja, du noch gar nicht angelötet haben? Nein, ich nicht gelötet. Ich habe Elke auf den Richtet als Raffinerie. Aber fast begraben noch fast auf Acker und habe Pumpe dran. Gute Petrol. Hola, Pigeon-Moir. Nein! Das ist schon der Marsen und der hat auch mit mir rumgefummelt. Die haben uns versegelt und du Simpel hast nichts gemerkt. Gib sofort das Geld wieder her. Das ist Betrug. Nix du. Du hast von mir einen Böllplatz gekauft. Von einer Elgwelle. Ich bin noch da. Überhaupt gar kein Red gewesen. Und wenn der 170.000 Euro bezahlt hat für den Platz, ist das sein Problem. Ja. Aber nicht meins. Ja. Jetzt bist du aber mal auf die Nase gelegt. Aber wenn das geht, mit dem kommst du nicht durch. Halte die Mühle. Platz. Isabelle, komm mal zu mir. Der Böllplatz ist 95.000 Euro wert. Na ja, 95.000 behalte ich noch für mich, für die Ärger mit euch. Und dann habe ich noch einmal 70.000 Euro. Die kennen ihr zwei Verwandten für den Röbel. Charles, du hast jetzt einen schönen Böllplatz, gell? Oh, vielmals merci, Tante. Das ist aber nett von dir. Du armseliger, rüdischer Vertreter! So, und wie schauen wir jetzt auch los? Denn von jetzt ab zähle ich nämlich zum Marcel. Kommt, wir gehen. Ich weiß, auf was er sich mich am meisten freut. Auf meine Trägersalopets. Meine ausgelatschten, grobe Stäbel. Eine schöne Zigarre. Und für uns zwei ein gutes, frisches Bier. Oh, lecker uns am Arsch! Sie kommt zurück, die hat sich anders überlegt. Meine Schwester, das kann sie uns doch nicht antun. Agnes! Ah, ich hab noch einmal durchkommen wollen, weil ich mir immer trotz. Nichts! So, das hat er gemacht. Das geht einfach in den Schüttel. Also, er hat hier oben wieder gut gespielt und man hat es gehört am Klatschen und am Lachen. Merci. Und der Regie haben wir hier oben, der Claude und der Gilles. Souffleur Martin Marschall. Die schönen Dekors sind vom Sepp Frinz und von Bernhard Köpfinger. Und mitgespielt der Roland, der Laurent Heidorf. Isabelle Dorothée Donga. C'est Hugo Alain Leceux. Mathilde Michel Köpfinger.
bei ihrer Stängelzittrigkeit. Der Curé Philipp Würz. Caroline Elisabeth Ximenez. Charles Richard Ebola. Marcel Yves Krieger. Und Agnès Brigitte Müller. So, so wie es euch gefallen hat, erzähle es weiter. Wir haben noch ein bisschen Platz in dem schönen großen Saal. Wir sind nachgeschworen, haben wir viel mehr Leute, aber wir können noch ein paar pushen. Der Bar ist noch offen. Merci, dass wir in den Saal gekommen sind und geht die Heimfahrt und bis zum nächsten Jahr wieder.